Ja, guten Abend und herzlich willkommen, Dieter Mjunske. Es freut mich außerordentlich. Ich bin einfach meinem Impuls gefolgt, nachdem ich dich in meinem letzten Blick zitiert hatte und auch den Link drunter gegeben habe und dann gesehen habe, dass ich dich auf Telegram erreichen konnte, habe ich dich einfach angerufen, ganz frech, was ich sonst nie mache, und habe gefragt, ob du dir vorstellen könntest, eine Sendung mit mir zu machen. Und du hast spontan ja gesagt. Und ich finde das phänomenal, dass wir jetzt hier schon, ich glaube, 2 Tage danach, das war, glaube ich, vorgestern, und jetzt sitzen wir schon hier und das freut mich unendlich. Dieter, magst du dich kurz vorstellen? Ich weiß nicht, wie viele dich kennen. Man kann das natürlich auch auf der Webseite dann nachlesen, genauer. Aber einfach nur, weil ich weiß nur, wir haben niederländisch miteinander geredet, weil du den Friedrich Weinreb aus dem Original, aus dem Niederländischen übersetzt. Und das war recht lustig am Telefon. Und ich weiß, was du sagst und was du schreibst, weil ich kenne jetzt mittlerweile ein paar YouTube-Videos von dir und von deiner Webseite, die Artikel. Ich bin sehr, sehr beeindruckt und sehr begeistert über dich. Ansonsten muss ich jetzt gar nicht so viel wissen, weil für mich ist wichtig, was du sagst. Aber jetzt mal herzlich willkommen, Dieter, damit du auch mal zu Wort kommst. Ja, vielen Dank für die Einladung, der ich gern gefolgt bin. Die meisten kennen mich in Verbindung mit Friedrich Weinreb, weil ich 2007 dessen Tonarchiv, also das Tonarchiv der Friedrich Weinreb Stiftung, übernommen habe. Habe aber schon einige Jahre zuvor, nämlich seit 1998, seine Bücher begonnen zu lesen, bin durch Zufall drauf gestoßen und hat mich von der ersten Sekunde an, kann man sagen, wirklich gepackt, weil ich darin Nachvollziehbarkeit gefunden habe, Übertragbarkeit ins eigene Leben und eine praktische Anwendung der Bibel ins eigene Leben, auf eine Art und Weise, wie ich es bei niemand anders gefunden habe. Und trotzdem möchte ich nicht die Person als solche so hochheben und sagen, ah, was der gesagt hat, das stimmt, sondern ich suche für mich in all meinen Bereichen eine Nachvollziehbarkeit. Und so, ja, kam irgendwann mal die Idee, Sachen zu veröffentlichen. Und durch die Telefonate, durch die Bestelltelefonate habe ich dann immer mehr Kontakte gehabt zu Menschen, die sich dafür interessieren und bin natürlich auch mit deren Fragen konfrontiert worden. Und aufgrund dessen, habe ich gedacht, naja, wenn das immer die gleichen Fragen sind, könnte ich die vielleicht mal schriftlich ausformulieren und daraus eine Webseite machen und so weiter. Und so ist es gekommen, ja. Schön, das freut mich für uns, das finde ich wunderbar. Wer die Bücher von Friedrich Weinreb nicht kennt, das berühmteste, denke ich, ist mal diese Schöpfung im Wort. Ich habe hier noch andere, Psychologie der Sehnsucht, dann das Weinreb-Lesebuch. Das Ende der Zeit ist auch sehr, sehr berühmt. Aber sie sind nicht leichte Kost. Und du hast es schon gesagt, Dieter, es geht darum, um das Erfahrbare, das Erlebbare. Es ist ohnehin schwierig, sowas im Wort zu vermitteln, aber das ist ja, was ich mir in meinen Blicken, worum es mir geht, dass ich das, worüber man eigentlich nicht sprechen kann, wie heißt es so schön, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Ja, und ich meine, ja, es ist nicht leicht, Weinreb ist nicht leichte Kost. Aber ich möchte jetzt mit dir ein Gespräch führen. Und zwar, ich habe mich durch deine Texte, ich habe schon gesagt, nicht hindurch gequält, weil da war absolut nichts von Qual, sondern es war eine Freude. Es war wirklich eine Freude. Und ich hatte den Text von dir, Tisch und Schicksal, der auf der Webseite drauf ist, den hat mir, glaube ich, jemand anderer zugeschickt, weil du hast gesagt, du warst es nicht. Nein, ich Ja, war's nicht. es gibt keinen Zufall, es ist mir zugefallen. Und jetzt erst, ich glaube, das ist schon 1 oder 2 Jahre her, und seither ist dieser Text auf meinem Schreibtisch gewesen. Und jetzt habe ich ihn zur Gänze durchgelesen. Und was mir jetzt vorschwebt, ist, worüber du schreibst, beziehungsweise worüber natürlich auch Weinreb schreibt, weil das vermischt sich jetzt, aber das macht nichts, denn das wird, denke ich, die Qualität dieser Sendung sein, dass die, die uns lauschen, daraus etwas für sich herausziehen können und wahrscheinlich auch merken, das habe ich auch erfahren, vielleicht nur in Ansätzen oder schon zu einer größeren Gänze, wie auch immer, wenn wir schon vom Zerstückelten reden, damit es verdaut werden kann, nicht alles auf einmal. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, sehr viel von dem, was für mich in den letzten 6 bis 7 Jahren schon bereits gelebte Realität ist, finde ich dort endlich einmal in Worten ausgedrückt. Denn das ist ja, worum ich ringe in jedem Blick, irgendwie das irgendwie zu verpacken, dass man es nachvollziehen kann. Und ich habe mir jetzt Notizen gemacht. Und wenn es dir recht ist, das ist jetzt alles aus deinem Artikel, aus deinem eigenen Artikel, Tisch und Schicksal, denn das war ja unglaublich. Und ich würde mich da gerne mit dir einfach ein bisschen entlang handeln und du schaust, was du dazu
dazugeben willst. Ich habe jetzt bewusst gesagt, das sage ich jetzt vorab, ich bin nicht so ein Zahlenmensch, weil wenn das so in die Theorie abdriftet und auch nicht unbedingt, dass wir jetzt immer dazu sagen, wo bei den Apokryphen oder Lukas oder wo auch immer. Ihr könnt das, wenn ihr dann, es geht hier nicht um eine wissenschaftliche Nachprüfbarkeit, das könnt ihr dann auf der Webseite machen, sondern mir geht es darum, dass es etwas Erfahrbares ist, was jeder an sich selbst spüren und erleben kann, möglichst nah am Menschen. Ja, und einsteigen, weil das jetzt gerade da ganz oben steht, würde ich bei etwas, was völlig eigentlich überhaupt nicht nah am Menschen ist. Gut. Wenn wir nämlich vom Tisch reden. Und du sprachst oder du schriebst vom Tisch als Ausdruck des in der Zeit Gewachsenen. Nun, das ist ja natürlich ein Satz, der geht ja ganz, ganz tief. Wir wissen um die Baumringe, dass die Zeit brauchen, um damit ein Baum Ach ja. überhaupt wächst. Ja. Und ja, also jetzt lasse ich mal dich zu Wort kommen, außer du willst, dass ich aus deinem eigenen Artikel zitiere. Ich kann kurz was sagen zu dem in der Zeit gewachsenen. Das ist ja, da habe ich übrigens auch mal einen Artikel drüber geschrieben, kann man auf der Webseite finden, über den Wald. Der Wald ist ja in den Märchen ein ganz wichtiger Ort. Hänsel und Gretel gehen in den Wald, verirren sich darin. Irgendwann kommt ein Hexenhäuschen oder es kommen die Riesen. Das sind immer die gleichen Muster, die passieren. Und Wald hängt auch über die holländische Sprache mit boos, hängt auch mit dem Wort böse zusammen. Und da wächst das Ganze und der Baum ist überhaupt ein Ausdruck für das Wachstum des Menschen, weil man muss eben sehen, dass wir ja wir können sagen, wir haben eine Fläche, eine Oberfläche, wir sehen ja nur Oberflächen. Und dann gibt es das Bild des Sämanns und der Sämann streut den Samen aus. Und wenn der Sämann den Samen ausstreut und irgendwann geht was auf und dann wächst dieses Samenkorn nach unten ins Verborgene, in die Finsternis und nach oben ins Licht. Das heißt, es kommt eine neue Dimension dazu. Erst ist es eine Fläche und dann geht es auf einmal nach unten und nach oben. Und so wächst der Mensch auch normalerweise nach unten und nach oben. Das heißt, er hat eine Seite in der Dunkelheit, eine Verborgenheit, die man auch nicht freilegen darf, weil es sein Geheimnis ist. Und die ja auch nicht freilegen soll, also sprich, was man gerne in der Psychologie manchmal forcieren will, du musst alles rausgeben, was du hast und so weiter. Nein, das ist gerade der Punkt, dass der Mensch dann den Halt verliert. Und die Wurzel muss im Dunkeln bleiben, hat dort ihre Festigkeit, zieht dort ihr Wasser und so weiter und hat aber auch dann einen Teil, der nach oben geht. Und aus diesem Holz, das Holz ist überhaupt, also Baum ist Etz. Im Hebräischen, das ist das, was dann in die Zeit reinkommt. Das ist, ha, jetzt sage ich doch, der gleiche Zahlenwert wie der Kain, dieser Erstgeborene. Das ist also 160. Und das ist dieses Wachstum. Wir haben die zwei Wachstümer mit den Bäumen im Gan Eden, also im Paradies, mit dem Baum des Wissens und dem Baum des Lebens. Und da sehen wir, dass wir eigentlich alle auch diese zwei Möglichkeiten haben. Wir haben die Möglichkeit, es zu erleben oder es abstrakt durch Wissen aufzunehmen, dann sagen, ich weiß es, aber ich erlebe nichts. Und aus diesem Holz wird dann der Tisch gebaut, so in diesem Sinne. Genau, und ich möchte es hier gern veranschaulichen, weil ich das in meinen Blicken ja auch immer mache. Du sprachst also jetzt hier von der Horizontalen, ne? Also die Ja, Zeitlinie, genau. das ist jetzt auch Ja. die Tischplatte. Ja. Und dann hast du jetzt gerade veranschaulicht, okay, wir brauchen, damit wir das wirklich verorten können, brauchen wir die zweite Linie, nämlich die, du hast es jetzt genannt, nach oben hinauf und nach unten hinunter zu den Wurzeln. Damit haben wir natürlich das Kreuz, auf dem der Mensch dann eingespannt ist oder auf dem er geschlagen Auch, ist. ja, auch Ja. dieses Bild ist richtig, ja. Genau, einfach nur, damit wir uns das vorstellen können, dass wir zwei Achsen brauchen, sonst haben wir keine zeitliche Dimension oder keine Dimension in Raum und Zeit, sonst sind wir ja nur in der Zeit und der Raum entsteht erst, indem wir dann die Vertikale haben. Ne? Und dann jetzt sehr spannend. Ha, du sprichst von der Akazie. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass die Akazie ein Abweichen bedeutet, ein Untreusein, ein Abweichen, das ist also hin zur Lüge abweichen. Und was ich hier sehr spannend finde, ist, dass hier die Rede ist, dass, oder ich habe es so rausgelesen, vielleicht stand es da gar nicht, dass schon eine leichte Abweichung, ja, wenn es nur ein wenig ist, dann führt es schon in die Irre. Am Anfang wird es noch ganz wenig sein und derjenige wird sagen, oh nein, das ist ja gar nichts und wird es vertuschen. Aber je weiter der Baum wächst, umso mehr, da könnte man jetzt natürlich hier wieder das Bild haben, ne? Wenn der Baum schief wächst, ne, und abweicht, die Akazie, die wächst schief oder sie ist irgendwie, jetzt sind wir in einer Parallelwelt sozusagen. Ja, du hast dann eben auch geschrieben, dass die Akazie gefällt werden muss. Ne?
Ja, spannend, spannend. Kann ich dir den Ball zuwerfen? Willst du ihn aufnehmen? Ist der für dich auch spannend? Weil das hat mich natürlich sehr inspiriert mit der Akazie. Die Akazie, ich muss gerade mal selbst schauen. Ich habe sonst hier, hätte ich dir den Text, deinen eigenen Text, also ich hab ja exzerpiert. Weil was ich natürlich auch toll fand, ist, dass das ein Mimosengewächs ist. Ich werde meinen nächsten Blick über Mimosen machen. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Also Ja, ich das ist prüfe dich schon, da ich nicht glaube, deinen fast eigenen zwei Text. Jahre her. Ich glaube, fast 2 Jahre her, aber das Warte ist mal, ich sehr lese dir präsent, mal weil aus es. deinem eigenen Text vor. Genau, lies Akazien mal, ja. gehören zu den Mimosengewächsen, welche ihren Namen aus dem Portugiesischen haben. Mimo ist das Empfindliche, Zärtliche, aber auch das Verwöhnte. Und über Mimosen werde ich noch eine Sendung machen, weil da kann man noch viel sagen. Ein verwöhnter Mensch scheut die Auseinandersetzung und weicht zurück. Eine typische Eigenschaft der gelebten Lüge. Wahrheit hat mit Mut und nach vorne gehen zu tun. Da wären wir wieder hier beim Aufrechten, ne? Hier. Und eine weitere Eigenschaft der Mimose ist ihre Giftigkeit. Nichts von einer Mimose ist genießbar. Akazienhonig stammt nicht von der Akazie, sondern von der Robinie. Das fand ich alles unglaublich spannend. Aber du hattest auch dich auf das hebräische Wort. Nee, das war in Bezug auf den Tisch, genau. Nein, ich gebe jetzt das Wort wieder an dich, aber das mit der Akazie fand ich unglaublich spannend. Ja, es werden ja verschiedene Hölzer in der Bibel benannt und jedes Holz ist eine, man müsste es eigentlich ein bisschen allgemeiner sagen, ist eine bestimmte Form des Wachstums bei uns selbst. Also wir sind einmal, wachsen wir wie eine Akazie, das andere, da wachsen wir wie eine Zeder und dann wachsen wir wieder wie eine Eiche. Das sind alles auch Bedeutungen, die mit unserer Art und mit unserem Sein zu tun haben und wie. Je nachdem, wo wir uns befinden, Akazien, also wir sind hier umgeben übrigens von Akazien und Mimosen hier, also dort, wo wir wohnen. Und die Portugiesen sagen, das ist eine Plage, weil das sich nicht beherrschen lässt oder nur ganz schwer beherrschen lässt. Und ein bestimmter Ort bringt bestimmte Pflanzen hervor. Und ein bestimmter Ort in unserem Leben bringt eine bestimmte Art des Wachstums hervor. Und man kann nicht jeden Baum an jeden Ort pflanzen. Wir haben zum Beispiel auch hier Palmen, die in Deutschland, Österreich nie wachsen würden. Palmen haben zum Beispiel keine Jahresringe, weil sie die Zeiten nicht kennen. Palme kommt von dem lateinischen Palma. Palm, das ist die Hand. Die Hand, weil eine Palme hat keine Äste. Handfläche, gell? Genau, eine Palme hat keine Äste, sondern sie hat nur einen Stamm. Und dann hat sie oben die Blätter raus. Und dann nimmt man, das sagt man, das ist die Hand. Und deswegen hat die Palme auch eine besondere Bedeutung in der Bibel. Also auf diese Art und Weise. Und mit der Akazie ist es dann eben diese Art von Holz, die eben auf eine bestimmte Art und Weise gewachsen ist und die dann aber verarbeitet wird. Also da wird etwas Gutes draus gemacht. Das ist der wichtige Punkt, dass wir nicht sagen, ah, das war alles schlecht gewesen und ah, mein Leben. Und naja, und dann, wir sind ja so geneigt, auch zu jammern und zu uns zu beklagen über die Vergangenheit und so weiter. Und dass man dann aber anhand dieser Dinge, die daraus gebaut werden, sagen kann, ah, es hat aber doch jemanden gegeben, der diesen Wert erkannt hat. Und das ist ganz wichtig, dass wir an einen anderen Ort kommen. Und dann auf einmal etwas anderes ins Leben tritt, etwas anderes in den Fokus tritt. Auf einmal, aufgrund dieses neuen Fokuses, entwickeln sich bei uns Eigenschaften, die an einem anderen Ort, wir können das ganz praktisch nehmen, sich nie entwickelt hätten. Wir haben ein neues Umfeld, ein neues soziales Umfeld, bauen einen neuen Freundeskreis auf. Andere Sachen, die sich bis dato entwickelt haben an einem anderen Ort, die werden sich auf einmal nicht mehr weiterentwickeln. Die bleiben stehen, die stagnieren. Kein Problem. Jetzt kommt was Neues ins Leben und der Mensch soll so viele Bereiche wie nur möglich, soll er beleben, er soll darin leben und aufgehen. Also das ist gerade nicht das Wesen, das möchte man mal sagen, das Ivri, des Heiligen, und das sind wir alle. Wir haben alle dieses Heilige in uns, dass wir nur an einem Punkt sind und uns verschanzen und sagen: Oh, hoffentlich geht die Welt bald unter und ich werde gerettet. Ja, warum willst du gerettet werden, wenn du gar nicht am Leben teilnimmst? Das ist ja auch schon nochmal so eine wichtige Frage. Also, diese Art des Wachstums, das hängt mit dem Ort zusammen, um das mal ein bisschen allgemeiner zu halten jetzt. Und daraus wird dann dieser Tisch gemacht. Und es ist jemand da, der daraus etwas formen kann. Nur ist die Tischplatte natürlich nicht in dem Baum enthalten, direkt, sondern es geht ja über einen Prozess. Es geht darüber, dass etwas abgeschnitten wird im Leben, dass der Schreiner oder wie man den auch nennt, der Holzbearbeiter,
Das ist ja übrigens im Neuen Testament das Wort für die Berufsbezeichnung für Jesus und sein Vater. Das ist ja eigentlich der Bearbeiter des Holzes. Das ist also der die Zeit bearbeitet, das, was wir in der Zeit erlebt haben. Und dass der daraus etwas Schönes macht. Ich bringe ja ein Stück Holz nicht zum Metzger und sage, mach was draus. Ich bringe es ja zum Schreiner. Und der Schreiner sagt, okay, das ist eine Eiche, da können wir das draus machen. Das ist eine Olive, die ist so knorzig. Hier wachsen ja Oliven bei uns ringsrum. Und Olive ist ein ganz wichtiger Baum. Es ist übrigens auch der Lebensbaum, also Baum des Lebens. Etzach Hayim, sagt man, ist eine Olive. Und dieser Baum hat mein Nachbar gesagt, also meine Kettensäge mache ich nicht kaputt an dem Baum, weil das ist so hart, das Holz. Und es ist zäh und hat eine sehr tiefe Wurzel, ist super angepasst an diese heißen Sommer hier, in denen es dann kein Wasser gibt. Aber trotzdem, ein Bekannter von mir, der macht daraus mit der Drechselmaschine wunderschöne Sachen. Und das Holz hat eine so schöne Maserung und dann ist das geölt. Und dann sieht man, das sind die verschiedenen Wachstumsarten unseres Lebens. Und daraus formt jemand was. Im Neuen Testament ist es dann, kann man sagen, der Messias, aber als lebendige Entität in uns selbst, als Realität in uns selbst, formt etwas aus unserem Leben und sagt, guck, das war gar nicht verkehrt, dass du da hingezogen bist, dass du dort mit dem aneinander gerannt bist, ja, dass man wirklich auch mal eine Konfrontation hatte, dass die Schlacke abgeflogen ist. Das hat alles dazu beitragen müssen, dass das so gewachsen ist, wie es ist. Und ich glaube, das ist der erste Schritt in Richtung Versöhnung mit uns selbst, dass wir uns nicht ständig selbst anklagen. Das ist ein ganz großes Problem in der westlichen Kultur, diese permanente Selbstanklage. Hätte ich nur. Nein, es hat alles so sein müssen. Was denkst du, wer dir die Ideen eingibt? Woher kommen dir die Ideen? Und warum kommt die Motivation und so weiter? Und das würde ich so sagen, das ist ganz wichtig für unser Leben mit den Hölzern, mit den verschiedenen Wachstumsarten, ohne jetzt explizit auf das alles einzugehen. Wir sehen ja auch, dass die Arche Noah, die wird auch aus einem bestimmten Holz gebaut. Das dauert sehr lange alles, das geht nicht in 10 Sekunden. Deswegen sage ich auch immer, ja, wir können ein Seminar machen, ja, aber das wirkliche Seminar ist unser Alltag. Da werden wir geformt, da wachsen wir, da haben wir die Begegnungen. Das kann sein, dass die Verkäuferin beim Supermarkt an der Kasse durch eine kurze Bemerkung mir eine Frage beantwortet, die ich seit Jahren mit mir herumtrage. Und ein Seminar habe ich eine Menge Geld ausgegeben dafür und ich habe am Ende mehr Fragezeichen über dem Kopf als vorher. Und weil da vieles, wir gleiten zu schnell in die Theorie ab. Und wenn man meine Texte liest mit den Zahlen, dann hat man den Eindruck, oh, ist ein Theoretiker und das ist ja furchtbar und so weiter. Aber mir geht es natürlich persönlich um die Nachvollziehbarkeit. Und deswegen schreibe ich das immer aus, auch wenn es für manche anstrengend ist. Macht dann aber auch jetzt mittlerweile, weil ich blinde Zuhörerin, also ich weiß konkret von einer Frau, Grüße nach Österreich an die Claudia, ich sage es einfach mal. Die meisten Schön. können damit nichts anfangen. Sie freut sich immer darüber, wenn sie eine menschliche Stimme hört und nicht eine Computerstimme, die Texte vorliest und ihr gar keine Betonung setzen kann. Und deswegen übergehe ich dann in diesem Zusammenhang immer die Zahlen und versuche dann das Wesentliche auch über die Betonung herauszugeben. Aber jetzt sind wir ein bisschen weggekommen. Also Das macht wie gar nichts. Nein, war. wir umkreisen das Wesentliche die Ja. ganze Zeit. Und ich finde das schön. Ich meine, du kennst, glaube ich, meine Arbeit ja noch gar nicht so richtig. Aber dass du natürlich sagst, also ich bin auch auf, also dieses ewige Kritisieren sowohl den anderen, am anderen herum kritisieren, als auch an sich selbst, dieses immer die Frage, bist du kritikfähig und so weiter. Das ist eine Manie meiner Meinung nach der modernen Gesellschaft. Und ich versuche das immer wieder hier rüberzubringen, dass wir durch die Annahme viel weiterkommen, als wenn wir permanent bekritteln. Das ist sehr schön. Du schreibst es auch in dem Text, ne, dass die moderne Gesellschaft regelrecht stolz darauf ist, dass sie alles erklären will. Ne? Und dieses Holz, ne, das ist ja wunderbar. Du hast über den Baustoff des Tisches gesprochen. Ne? Er ist zwar jetzt nicht mehr in Verbindung mit der Quelle, das kommen wir übrigens später. Ich habe dann später das mit dem Wolf und dem Schaf, mit dem geschorenen Schaf. Ich meine, außer du willst jetzt schon. Aber da ist ja auch eine Parallele, weil solange das Schaf noch lebendig ist, ist die Wolle auch irgendwie lebendig, auch wenn sie geschoren ist. Sie ist noch in Verbindung. Und so ist das auch mit dem Holz. Dieser Baum lebt dann im Wohnzimmer auf eine Art weiter. Er ist immer noch lebendig. Das Holz arbeitet ja auch. Also das ist ja Ganz nicht nur die. genau, ja. Genau, also das hat nur eine andere Form.
Du hast es, glaube ich, auch jetzt gesagt, die Vergänglichkeit, also es gibt diesen Teil, die Welt ist eben vergänglich, und aber da ist sie noch in Verbindung mit diesem Jenseitigen, was eben unvergänglich ist, was jenseits der Zeit ist. Und dann hast du darüber geschrieben, dass der Tisch mit Gold überzogen wird. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Wenn du dich nicht erinnerst, dann lese ich es vor, aber ich nehme an, du erinnerst dich. Also gebe ich erstmal das Wort an dich, bevor ich hier was von dir vorlese. Erinnerst du dich? Ja, das Gold, ich sage es jetzt mal von dem, was mir jetzt spontan dazu einfällt, weil die ganzen Texte, die ich schreibe, mit denen beschäftige ich mich intensiv, also Tage, manchmal Wochen, und dann ist das in mir drin. Und in dem Moment, das ist so ein bisschen wie wenn jemand einen Kuchen backt und dann macht er alles zusammen und dann muss das, man weiß, jetzt muss es in den Ofen. Und dann holt man es raus und dann passt das alles zusammen. Und dann pulsiert das im Menschen. Und ich gebe auch keinen einzigen Text raus, der nicht in mir selbst pulsiert. Also es muss, das ist diese Lebendigkeit. Und dieses Gold ist ja das erste Metall, das ist das Urlicht, da gibt es verschiedene Ansätze dafür. Aber es heißt, es wird jetzt mit etwas Ursprünglichem überzogen. Es wird mit etwas, was ganz vom Anfang her ist, mit diesem Licht vom Anfang, was man im Mittelalter mit den, wie hießen die das Gold künstlich machen wollten? Alchemisten. Die Alchemisten, genau. Das ist ja eigentlich nicht die Suche nach dem Wert, ah, ich will jetzt Gold machen und dann bin ich reich, sondern es ist eigentlich die Suche nach dem, wo kommen wir her, nach dem Ursprung. Und wenn jetzt dieses, was wir vielleicht verurteilt haben in unserem Leben, kommt auf einmal in diese Verarbeitung rein und wird dann am Ende überzogen mit Gold und dann kramt keiner mehr darin. Ach, guck mal, wie das da gewachsen ist und da ist ja ein Ast und da, ach, sieht gar nicht so schön aus. Und dann wird es mit Gold überzogen und mit diesem Urlicht heißt, guck mal, von Ursprung her war das so geplant. Jeder Tag deines Lebens war schon in das Buch geschrieben und das heißt, die Geschichte ist eigentlich schon festgeschrieben. Nur, wie wir dazu stehen, das liegt bei uns. Das heißt, wir können den Blickwinkel selbst einnehmen und sagen, das ist alles schlecht. Wir können aber auch sagen, wow, ja, ist das so wunderschön. Und genauso ist es mit diesem Gold, dass man auf einmal nicht mehr sieht, was das Inwendige ist. Aber die Stabilität kommt von diesem Holz. Es ist genau das, was dann auch diese Platte dann eben ausmacht. Und das andere ist ja nur ein ganz feiner Überzug. Und trotzdem dient dieser feine Überzug dazu, etwas ganz Edles daraus zu machen, etwas, was den Charakter des Unvergänglichen hat. Und das ist unser Wachstum, das ist mir dabei wichtig, dass wir sehen, was wir tun, hat einen unvergänglichen Charakter. Denn es heißt, also der jüdische Ansatz ist, dass die Welt unvollständig, also diese Welt, die materielle Welt, unvollständig ist, dass es nicht reicht. Also es sind immer so Öffnungen da, es ist immer hier reicht es nicht und da stimmt es nicht so richtig. Und die Antwort ist, warum reicht es denn nicht? Und in unserem Leben sind das die Punkte, von denen wir vielleicht sagen, ach, da hätte ich mehr machen müssen und das und so weiter. Und dann kommt die Selbstanklage. Und da sagt es, dass Platz für die Liebe ist, weil die Liebe gleicht das aus. Und jetzt ist das so ein schöner Punkt für das Leben, dass wir sagen können, ah, die Welt stimmt nicht und dann kann ich lieben, dann habe ich Raum für die Liebe und kann das überbrücken und viel schöner machen, als wenn es perfekt geworden wäre. Es heißt immer vom Teufel, das ist der Engel, der zu viel gedacht hat, nicht nur das, sondern der perfekt ist. Die Perfektion ist etwas Teuflisches, heißt das in diesem alten Wissen. Und wenn man zur Perfektion neigt, ich mache das zum Beispiel, ich neige dazu, alles, ich will alles gern perfekt machen, darunter leidet meine Umgebung natürlich sehr manchmal. Und da merke ich aber auch, wie mich das am Ende sehr belastet. Also Perfektion ist eine Belastung für alle, die damit zu tun haben. Und dieses Nichtstimmige, das ist ja auch beim Wort. Das Wort an sich, wir können jetzt zum Beispiel wir beide nicht exakt ausdrücken, was wir wirklich empfinden. Das ist in jedem Gespräch, bleibt etwas offen. Es ist da, aber wir merken, ah, ich schaffe es einfach nicht, es in die Form zu bringen. Obwohl wir beide deutsche Muttersprachler sind, schaffen wir es nicht vollends, es in Worte zu kleiden. Und dann heißt es, jetzt kommt die Tat. Und mit der Tat wird es vervollständigt. Und deswegen sagt man immer, dass die Tat ist mehr wert als das gesprochene Wort. Lieber Taten walten lassen, anstatt nur zu reden.
Und beides zusammen, das ist dann diese unverbrüchliche Einheit. In unserem Handeln beweist sich ja, wovon wir überzeugt sind. Also unser Glaube, wenn einer sagt, ich glaube, und dann kommen die ganzen Glaubensbekenntnisse, wenn ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Du kannst glauben, was du willst. Ich sehe an deinem Handeln, was du wirklich glaubst. Denn wenn ich nicht glaube, dass der Pilot eine Lizenz hat, um das Flugzeug zu fliegen, dann steige ich nicht ins Flugzeug. Also dadurch, dass ich ins Flugzeug steige, zeige ich, beweise ich, wenn man so will, dass ich glaube, dass ich darauf vertraue, dass der eine Lizenz hat. Und wenn ich handle, entsprechend meiner inneren Empfindung, dann heißt das ja, ich glaube das auch. Ich vertraue darauf, dass es funktioniert. Im Hebräischen kommt übrigens das Wort Glauben, oder das ist das gleiche Wort wie trainieren, wenn man in die Muckibude geht. Man muss es trainieren. Man hat das nicht, indem man es einfach sagt. Das hat mit Glaube gar nichts zu tun. Das ist dann ein Bekenntnis, was eigentlich so eine hohle Glocke ist, wie die Kugelchen am Weihnachtsbaum. Da kann man draufklopfen und bling, bling, bling. Das ist ein hohles Ding. Die Tat macht es voll. Die Tat ist das, was es vervollständigt. Und dann merkt man auch, das hat Gehalt. Der hat das wirklich, wir können sagen von uns Menschen, wow, die hat was zu erzählen, die hat das wirklich erlebt, die ist da durchgegangen. Ein Mensch, der kein Drama hat in seinem Leben, der hat auch nichts zu erzählen. Ja, genau, weil wie du schon so schön gesagt hast, außen sieht man das Gold, das ist die Veredelung, ne? Das, man sagt ja vergolden, ne? Die Veredelung. Und ja, drinnen ist quasi das Leben und du kannst dein Leben verelendigen ja, oder du kannst ja es veredeln. Genau. Und das ist, worüber, das fand ich jetzt sehr, sehr spannend, wie du das erzählt hast, dass es die Stabilität gibt, das, was verarbeitet wurde. Ne? Das ist das, was drinnen ist. Das ist auch diese problematische Vergangenheit, ne? Mit der wir so hadern. Das ist das tragende Element des Tisches, weil das ist ja nicht das Gold, sondern es ist das Akazienholz, wenn man jetzt bei dem Holz bleibt. Ja, ja. Es geht aber darum, dass es richtig verarbeitet ist. Ne? Und das Innere, es ist verborgen. Wir haben vielleicht auch unser Leben, wir haben auch vielleicht eine Räubergrube oder wie sagt man da, aus unserem Leben gemacht, haben es verborgen. Ne? Die Erlebnisse, ja, die Erfahrungen sind da drinnen, aber sie sind veredelt. Das gefällt mir sehr, dieser also letztendlich kommt es also auf die Sicht an, ne? Wie wir auf unser Leben schauen oder auf das, was uns im Leben präsentiert wird. Wir kommen ja gleich noch auf die Speise, ne? Weil der Tisch hat ja auch eine Funktion. Aber es ist immer die Frage der Sichtweise. Ne? Vertrauen wir, dass es einen Sinn hat oder wissen wir vielleicht sogar, dass es einen Sinn hat? Das wäre noch weiter. Also ich kann sagen, ich weiß, dass alles einen Sinn hat. Und dann liegt es ja nur an dir, ne? Das hast du auch so geschrieben, ob du dein Leben als Wunder oder als willkürliche Aneinanderreihung von Ereignissen betrachtest. Das ist jetzt Zitat Dieter Mühlenske. Sehr schön. Und weil du jetzt noch von der Resonanz des Wortes gesprochen hast, da fällt mir natürlich ein, dass die Instrumente ja auch aus Holz gemacht sind. Und da ist ja dieses Lebendige, ne? Das ist ein Klangkörper, der dort entsteht. Ja. Und da erleben wir das, was natürlich noch weiter geht als das Wort, nämlich ein Klang, der dann eine Resonanz, also wenn ich ein Cello höre oder so, ne, die Cellosonaten von Bach oder so, ne, das ist einfach, oh, da wird etwas in mir aktiviert, das aktiviert ist kein schönes Wort, in Klang gebracht, was noch viel tiefer geht als ein Wort. Ja. Das ist ja übrigens auch das ganz Wichtige bei dem Wort an sich, so wie wir jetzt, wenn man uns jetzt mal analysieren würde, sprechen wir eigentlich gar nicht, sondern wir singen. Also eigentlich singt jeder Mensch, wenn er spricht, und ganz besonders stark ist das bei kleinen Kindern, wenn sie sprechen lernen, das geht hoch und dann geht es wieder runter. Das ist ja auch das Frage-Antwort-Spiel. Die Frage geht am Ende hoch und die Antwort geht dann runter. Bist du wirklich dahin gegangen? Ja, ich war da. So, ne? so hoch und runter, dieses Pulsieren. Und diese Melodie, die wird in dem alten Wissen, also wie das von Weinrib übertragen wird, zugeordnet der göttlichen Seele im Menschen, Neshama nennt man die, und das kommt vom Wort Neshem. Neshem ist der Atem. Und es gibt also diese drei Teile, diese Nefesh, also Guf. Guf ist der Körper, das ist das Zeichen, das Schriftzeichen, das wir sehen. Das ist verbunden mit, wenn das in den Klang kommt, mit Nefesh. Und dann kommt der Vokal. Der Vokal ist Ruach, das ist auch der Geist, ist auch die Richtung. Gebe ich dem eine Richtung nach oben oder nach unten? Wir merken schon, wenn wir Vokale machen, verändert sich die Richtung unserer Zunge. Beim A ist die Zunge unten.
beim E geht es hier weiter nach oben, beim I geht es noch höher. Und wenn wir ein Ü machen, das können die Portugiesen nicht sprechen. Das ist immer so, wenn die wollen manchmal deutsche Worte lernen und dann sagen sie, und weil sie oben diese Wölbung in der Zunge nicht hinbekommen, das haben sie nicht gelernt, das ist sehr schwer im Nachhinein zu lernen. Also wir haben dann eine Richtung, die Vokale machen eine, ja, wie eine Pulswelle, könnte man sagen. Wenn man jetzt aber die Melodie hineinbringt, das heißt, wir werden schneller, langsamer und eine Melodie ist ja ein Weg. Wir haben also einen Punkt, dann kommt der nächste, dann kommt der nächste. Wenn wir ein Lied singen, und wenn es jetzt irgendein Weihnachtslied ist, dann geht der Ton nach oben, dann geht er nach unten und so weiter. Und so werden ja auch diese alten, diese heiligen Texte immer gesungen. Die werden ja nicht wie ein Roboter gesprochen, sondern es kommt in einem Singsang, weil dadurch eigentlich das Göttliche durchscheint. Und das ist das, was uns Menschen so zu eigen ist, dass wir singen können. Und heute singen wir sehr, sehr wenig, sehr wenig. Auch in den Schulen schon wird das gar nicht mehr gemacht oder kaum noch. Oder wenn, dann ist es so ein Robotergesang oder ein Digitalgesang und so weiter. Und man sieht, dann wird dann das, was in den Himmel schweben will, ich nenne es die Obertöne jetzt mal, also in dieser Allegorie, das wird alles abgeschnitten. Und auch bei digitalen Instrumenten ist dieses Obertonspektrum, das natürlich entsteht, das ist ja weg. Da ist also natürlich kann man die herstellen, künstlich, aber dann haben sie eine Statik. Der natürliche Oberton entsteht immer wieder neu und ist nie exakt gleich. Das ist immer wieder neu. Und das ist, wenn man jetzt das Cello nimmt und das Cello spielt ein C und spielt das an, und lässt das eine Minute später den gleichen Spieler nochmal das C streichen und nimmt das mal ganz exakt auf. Aber welches Instrument beziehungsweise welches Mikrofon nimmt wirklich alle Obertöne auf? Das ist ja dann digital auch schon begrenzt. Das ist sehr schwierig. Das macht aber übrigens auch ein bisschen ein Live-Gespräch aus von Gesicht von zu Angesicht. Und weil das macht, warum macht das mit dem Menschen etwas, wenn wir einfach nur sprechen, ohne mal auf den Inhalt zu achten, sondern wir merken, es tut sich etwas, wenn wir uns gegenüber sitzen, wenn wir uns gegenüberstehen, wenn wir sogar noch intensiver, sagt man, das ist uralt alles, wenn wir zusammen einen Weg gehen. Komm, wir gehen mal zusammen spazieren. Und durch das Gehen ist das Alternieren da. Es ist links, rechts, links, rechts. Und dadurch entstehen neue Wortverbindungen im Menschen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist tatsächlich so, dass wir während eines Spazierganges andere Ideen haben, als wenn wir auf der Couch sitzen. Und der Mensch soll das immer machen. Und die Melodie ist genau dieser Punkt, der auf einmal diese andere Seite mit reinbringt. Also diese Vertikale, die du vorhin auf dem Blatt gezeichnet hast, die ist eigentlich dieser Einfall. Das ist die Vertikale. Die kommt von oben runter. Und das ist, im Neuen Testament gibt es zum Beispiel mehrfach den Ausdruck, kaufe die Zeit aus. Jetzt muss man aber wissen, dass im Griechischen es zwei Begriffe insbesondere gibt, die im Neuen Testament verwendet werden. Das eine ist Chronos. Chronos ist die gedehnte Zeit und es gibt Kairos. Kairos ist aber der Zeitpunkt. Das ist schon wieder das Kreuz. Wir haben Chronos, das ist der Chronometer, das ist unsere Uhr. Das ist die gedehnte Zeit und dann haben wir den Einfall. Und das sollen wir auskaufen. Das bedeutet, achte mal darauf, was dir einfällt. Achte mal darauf, wenn du mit Menschen zusammenkommst, hast du da positive, erhebende, konstruktive, ja genau. Das wäre jetzt Chronos, ne? Ja, das ist Kairos. Kairos kommt von oben runter, oder was? Oder wie meinst du? Achso, ich habe jetzt nur gemeint, weil, also die Linie, ich meinte jetzt die Linie. Die Linie ist Chronos. Genau, das ist Chronos. Das ist Chronos. Von 1800 bis 2020. Ja, exakt. Das ist Chronos. Ja, genau. Und die Vertikale, aber die geht natürlich überall runter, da hast du recht. Genau, die Vertikale, genau. Das ist Kairos, ne? Das ist eigentlich Zeitqualität, oder? Kann man das so nennen? Das ist auf jeden Fall ein Impuls, der aus einer Welt kommt und wir wissen nicht warum. Und alles, was von oben nach unten geht, bezeichnen wir mit Fall. Es ist ein Fall. Und da sagen wir, oder theologisch sagt man, das ist schlimm, der Mensch ist gefallen und so weiter. Aber es ist die Materialisierung. Es kommt von oben runter. Von oben runterkommen heißt im Portugiesischen cair. Cair heißt, kommt vom Lateinischen cadere. Von cadere kommt im Französischen das Wort Chance.
die Chance, das haben wir übernommen und eingedeutscht. Das heißt, wir sind jetzt auf die Erde gefallen. Wir alle, die wir hier sitzen, die wir zuschauen und hören, wir sind jetzt die Generation, die jetzt lebt. Und das ist eine Chance. Und das ist eben auch das, was jetzt wächst in unserem Leben. Das kann immens wichtig sein für einen anderen Menschen. Darin liegt ja eigentlich diese Heilung und Errettung, dieses Wort Jesus. Das ist ja auch erstmal ein Wort. Im Hebräischen ist es Jehoshua. Dieses Schua am Ende, das ist ja die Hilfe, die Rettung. Und das ist etwas Messianisches. Wenn wir dem Nächsten helfen, da liegt ein Schlüssel drin. Wenn wir solche jetzt, ob wir eine Sendung machen, ob wir zum Nachbarn gehen, ob wir dem helfen, ob wir, da haben wir irgendwo eine ältere Oma, die weiß nicht mehr, wie sie einkaufen gehen sollen. Wir helfen das. Das hat alles mit dem Jehoshua, mit dem im Moment bin ich da, ich bin für dich da, ich helfe dir. Und dann auf einmal passiert etwas im Menschen, das ist das wunderschöne Wort Passare. Jetzt kommt was vorbei. Das sagt man hier im Portugiesischen ist Passare, ein ganz häufiges Verb. An der Kasse stehe und dann sehe ich, da hat nur einer zwei Artikel und sage ich, quer Passare. Das, also wollen Sie vorbei. Aber das heißt ja, er kommt und er geht. Er kommt und er geht. Das ist ja auch dieser Einfall. Kommt hinein und jetzt, was mache ich damit? Wie bringe ich es in die Zeit? Das ist der Winkel. Also es fällt ein, mache ich was damit oder mache ich nichts damit? Wir haben eine tolle Idee, aber alle Menschen haben tolle Ideen. Wenn wir es jetzt nicht in den Kronos bringen, genau, wenn wir es da nicht reinbringen, dann geht es nicht. Und wir sind übrigens der Winkel. Wir sind auch dieser Eckstein. Dieser Eckstein, der verworfen wird, da hat man genau das Gleiche wieder. Es gibt auf einmal keine Konnektivität mehr zwischen Vertikale und Horizontale. Das wird zerbrochen, weil man sagt, das ist albern, ich will alles erklären. Erklären kann ich nur horizontal. Vertikal kann ich gar nichts erklären. Aber horizontal kann ich zumindest versuchen, alles zu erklären. Aber das geht nur eine gewisse Spannweite, um dann wieder im Alltag zu erleben. Ups, das war es ja wieder nicht gewesen. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel, das fällt mir gerade dazu ein, für unser eigenes Leben, uns selbst immer wieder in Frage zu stellen. Dass also die Kritik muss in erster Linie sein, ich möchte kritisch mit mir selbst sein. Es gibt im Neuen Testament einen Vers, der heißt, so wir uns selbst beurteilen, das ist im Griechischen das Wort kritisieren. So wie uns selbst kritisieren, so retten wir die ganze Welt. So ist die ganze Welt gerettet, so sind wir mit der ganzen Welt versöhnt. Weil ja alles, was uns an uns herangetragen wird, hat irgendwie mit uns zu tun. Sonst würde es nicht an uns herangetragen werden. Das ist ein komplexeres Thema, warum das so ist. Aber es ist diese Geschichte mit der Kritik, ist ein wichtiger Punkt, denn der hängt mit dem Römer zusammen. Der Römer, das ist, da geht es, beurteilt niemand, richtet nicht und so weiter, das steht im Neuen Testament im Römerbrief. Rom ist Edom, das ist im Griechischen. Edom ist eigentlich der Rote. Und der Rote, Adam, ist der Mensch im Hebräischen. Als Edom ausgesprochen ist es der Rote. Und der Rote ist auch Esau. Das ist der Zwillingsbruder von Jakob. Heißt er Jakob, genau. Und da kommt die Kritik her. Und die Kritik ist etwas Äußeres. Die Kritik, das müssen wir unbedingt verstehen, ist nichts, was sich auf unsere Seele bezieht. Niemals, niemals diese verkaufte innere Seele, das ist der Josef. Der Josef, wenn wir das kennen vom Alten Testament her, der Josef wird nach Ägypten verkauft und dann wird er dort inhaftiert. Warum auch immer, das ist jetzt mal nicht so wichtig. Und dann heißt es aber nie, dass ihm geschadet wird. Er wird nie gequält dort drin. Und Josef hat gefoltert. Nein, diesen Satz gibt es da nicht. Er ist einfach nur gefangen. So ist die Seele in uns gefangen. Aber ihr wird nicht dieser innersten Seele, diese Neshama, diese göttliche Seele, wird unterschieden zu der Nefesh, der Leibseele. Bei der kann man schon sagen, die wird malträtiert, aber die hat einen ganz anderen, die hat einen ganz anderen, eine ganz andere Bedeutung. Aber diese innerste Seele, darauf will ich hinaus, weil man das in der christlichen Theologie nicht kennt. Denn man unterscheidet nicht zwischen der Nefesh und der Neshama. Und die Neshama ist dieser Atem, diese Melodie. Und diesem Innersten, das in allen von uns drin wohnt, kann nicht geschadet werden. Das wird am Ende, wird der Josef herausgeholt und dann wird er dann derjenige, der Oberste in Ägypten, der dann das Essen einteilt und so weiter, weil er imstande ist, die Träume da zu deuten. Und diese Geschichte mit der das ist etwas in uns, das nicht zerstört werden kann. Okay, also ich würde dann auch wieder zurück, aber nur um das mit der Kritik, weil ich möchte es so nicht stehen lassen. Weil, wie du ganz richtig sagst, unsere Seele
Unsere Seele ist sehr zurückgezogen bei den meisten, damit es ist auch oft verbunden mit dem kleinen Kind, dass die Seele wieder rauskommt aus ihrem Versteck, braucht es viel Zuspruch. Und das ist der Grund, warum ich es nicht so habe mit dieser, weil wir, ich denke, wir sollten unterscheiden zwischen Kritik und Selbstanklage oder Anklage, weil es ist ja auch gängig heutzutage, dass man permanent den anderen anklagt, aber auch eine Selbstanklage. Das eine ist ja etwas anderes. Etwas kritisch hinterfragen braucht ein Kriterium, sonst kann man es gar nicht hinterfragen. Es folgt dann Kriterien. Das ist eher, wie ich es im wissenschaftlichen Arbeiten kenne von der Uni. Ich habe Kunstgeschichte studiert und da kenne ich, oder das machen wir ja im Grunde genommen auch hier, ne? Oder was macht Weinreb? Ne? Er hinterfragt das Wort kritisch. Im Sinne von nicht jetzt herumkritteln, wie wir das so kennen, sondern einfach im Sinne von es nach Kriterien genau auseinanderzunehmen, es zu entschlüsseln. Das heißt, also ich denke, da ist viel auch eine Unkultur. Jetzt kommen wir, jetzt müssen wir, das ist wichtig zu differenzieren, weil wir verstehen unter Kritik gerade was Verschiedenes, was Unterschiedliches. Du redest von dem her, wie du es kennengelernt hast, und das ist eigentlich so, wie es die meisten auch kennen, dass es nämlich in eine Art Anklage mündet. Achso, nein, so habe ich es nicht kennengelernt, sondern so wird es nur in unserer Gesellschaft verwendet. Okay. Ich kenne es ja sehr wohl im Sinne von, wenn du jetzt deine Doktorarbeit präsentierst, dann heißt es ja nicht umsonst, ne? Dann wirst du wird es kritisch hinterfragt. Das ist aber durchaus konstruktiv. Und genau, wir müssen da jetzt auch nicht weiter. Ich will das schön doch gerne in ein Gleichgewicht bringen, weil wir haben immer beide Seiten und dann müssen wir versuchen, die Balance zu finden. Griechische Krino, Krino ist das Wort dafür, das ist eigentlich trennen und separieren und ordnen, wo gehört was hin. Und in diesem Sinne, das ist jetzt wichtig, dass du das reingebracht hast, dass wir das auch klären und nicht einfach so stehen bleiben, muss ich in meinem eigenen Leben, ich rede jetzt nur von mir, die Dinge erstmal separieren und ordnen, was gehört wohin. Es gibt Probleme, die wir mit uns herumtragen, die tatsächlich mit unserer Erziehung zu tun haben, die mit der Schwangerschaft unserer Mutter zu tun haben, mit der Art der Geburt, mit unserem Umfeld und so weiter. Was gehört dahin? Was gehört aber dahin von Impulsen, von Einfällen, Zufällen, glücklichen Umständen? Wo kommt das hin? Und diese Ordnung nennt man im Griechischen dann, wenn die hergestellt wird, Kosmos. Und dann gibt es ganz viele Christen, die kennen den Vers Johannes 3,16 auswendig, also hat Gott die Welt geliebt und so weiter, dass er seinen eingeborenen Sohn gibt. Und dann ist man gleich wieder in diesem Denken, ach, damals, ganz toll. Aber Kosmos ist eigentlich die Ordnung. Jetzt komme ich dahin, wo gehört etwas hin? Und da brauchen wir gar nicht weit wegschauen. Wir haben in unserem Körper schon eine wunderbare Ordnung. Wir haben die Augen nicht am Knie und der Fuß wächst nicht am Ohr, sondern es gibt eine Ordnung und die ermöglicht uns, einen Gang zu gehen, zu sprechen, wir können etwas essen und so weiter. Und wenn wir in dieser Hinsicht den Begriff mit der Kritik verstehen, was gehört in unserem Leben wohin, dann kann ich auch sagen, es gibt tatsächlich Probleme, da brauche ich eine Hilfe von jemand anders. Da muss mir ein anderer weiterhelfen. Das kann ich selbst nicht sortieren. Und manchmal ist der Blick eines anderen Menschen auf mich sowas von heilsam. Ich habe das mehrfach erlebt, dass ich eigentlich immer in die gleichen Muster gefallen bin. Ich glaube, das kennen wir alle. Und dann kam irgendjemand von außen und der hat gesagt, weißt du eigentlich, warum dir das ständig immer wieder passiert? Da sage ich, nee, ich weiß es nicht. Da sagt er, das ist erstens, zweitens, drittens. Und dann habe ich dann dieses Credo und diese Selbstkritik im positiven Sinne angenommen und habe gesagt, ah, ich bin an der, wenn wir das sehen, im Kreislauf, wir fahren in der Stadt herum und kommen immer wieder an die gleiche Stelle, obwohl wir ganz woanders hin wollten, dann hat er mir gezeigt, du biegst an der Stelle immer wieder neu falsch ab, du musst in die andere Richtung abbiegen. Und das ist der Begriff der Selbstkritik, so ist der gemeint. Und dass ich merke, aha, ich muss jetzt mal anders abbiegen. Aber okay, aber dann ist das Wort wird bei uns einfach verhunzt. Es wird völlig anders verwendet, weil du sprichst ja davon, dass man etwas einordnen kann oder ich sage auch gerne etwas entschlüsseln. Ne? Ich finde gerne den Schlüssel. Genau. Ich finde ihn am liebsten mit demjenigen. Nicht, dass ich ihm den Schlüssel präsentiere, sondern jetzt in meinen Astroberatungen oder sonst irgendwie einfach einen Schlüssel gemeinsam herausfiltern, herauskristallisieren. Er wird, ja. er wird, äh, äh, ja,
Er wird immer, man nähert sich dem und dann wird das Ganze geordnet. Ne? Das ist sicherlich, und das ist ja ein alchemistischer Prozess, von dem wir hier reden. Ne? Das, wahrscheinlich habe ich deswegen mit diesem Wort, aber Kritik, das ist einfach da wird Schindluder getrieben. Ja, natürlich, Aber natürlich. genau, aber ja, du hattest von der Bewegung und vom Stillstand gesprochen. Ne? Also wir sind auf der einen Seite beim Einfall gewesen, ne? Also etwas, was einem einfällt oder auch zufällt vielleicht. Ja. Und dann hast du aber in deinem Text, also das finde ich schön, dass wir immer diese verschiedenen, ich merke immer mehr im Leben, es geht um verschiedene Perspektiven, von denen du auch sprichst. Von welcher Ebene betrachten wir es? Du sprichst hier von der unteren und der oberen Welt, da wären wir wieder bei der Tischplatte, auf die wir eh noch kommen. Also eine Ebene, die quasi parallel ist zur Erde. Und dann sprichst du auch davon, dass man etwas, wenn man es von unten hört, ja, dann das Wort Gehorsam hat dann was Hierarchisches, obwohl es eigentlich ja nur meint, dass man etwas hört, was vom Himmel, von oben herabkommt, also von der Quelle des Wunders, von Gott. Ne? Also es ist nicht hörig oder es ist auch nicht Gehorsam, sondern es heißt hören, was auf einer anderen Ebene zu uns hinunter gesprochen wird. Wenn wir aber bei der Bewegung sind, ne? Du hast vorher das so schön beschrieben mit dem in den Wald gehen oder so. Ich praktiziere das die ganze Zeit mit meinen Kindern und selber. Immer diese Veränderung, wenn man gesessen hat, dann aufstehen, wenn man merkt, man sitzt fest, etwas verändern, ne? Damit etwas in Bewegung gerät. Und auf der anderen Seite, ne? Es ist dieses zur Ruhe kommen und sich wieder bewegen. Und du hast das sehr schön beschrieben, am Tisch sitzt man. Und das Wort sitzen, ne? Hat mit Ruhen, mit der Zahl 7, mit dem Schabbat zu tun. Und das heißt also, gewisse Dinge können wir nur empfangen, wenn wir in der Ruhe sind. Weil dann erleben wir die Ewigkeit, wo kein Vorher und kein Nachher ist, sondern dann ist es wirklich diese Verbundenheit, wo alles gut ist, ne? Wo wir auch wissen, und das weiß ich sehr gut, wie sich das anfühlt, ne? Einfach zu wissen, es ist alles da, der Tisch ist reichhaltig gedeckt, ich muss um nichts kämpfen, ich muss mir um nichts sorgen. Da verweise ich auf dein Video über die Sorge. Ich habe auch immer gesagt, Sorgen ist unnötig wie ein Kropf, und ich habe das gleich geteilt, dein Video, das mit der Sorge, ne? Weil wir sind immer entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, also wir nicht, aber viele hängen in der Vergangenheit oder in der Ja, Zukunft. sicher. Und dann sind sie nicht in dieser Ruhe, über die du hier so schön schreibst. Ja, das ist die 7 ist die einerseits die Ruhe und alles hat natürlich in dieser Welt diese andere Seite. Und das ist, wenn innen die Ruhe ist, heißt das, ist außen die Auseinandersetzung. Also das heißt tatsächlich, ich will jemanden kennenlernen. Das ist eigentlich im Hebräischen dann auch, ich kämpfe mit ihm. Ich gehe in eine Auseinandersetzung. Und das kann ich eigentlich nur wirklich machen, wenn ich innerlich in dieser Ruhe bin und weiß, es wird mir von der anderen Seite her der Tisch gedeckt. Und jetzt kommt die Auseinandersetzung, das wäre jetzt die andere Seite mit den Zähnen, die kommt jetzt in einem, also ich will jetzt noch nicht vorweggreifen, aber weil manche sehen das ein bisschen zu einseitig, ach, ich muss in der Ruhe sein, ich muss den ganzen Tag ruhen, aber diese innere Ruhe drückt sich manchmal gerade dadurch aus, dass man außen ganz, ganz mobil ist, also unwahrscheinlich aktiv und sagt, ich weiß, dass ich die Möglichkeiten habe, ich ergreife die Möglichkeiten, ich setze es jetzt einfach um. Und diese Motivation, die braucht natürlich irgendwo einen Anker und irgendwo eine Quelle. Und die Quelle verändert sich nicht, die Quelle ist an einem Ort. Und von dort aus schöpfe ich dann immer wieder neu die Kraft. Das hat ja auch was damit zu tun, die Speise zu akzeptieren, die einem vorgesetzt wird. Also ich habe jetzt diese Passage mit den Zähnen, die habe ich letztes Mal in meinem Blick erzählt, deswegen habe ich es jetzt hier nicht Ja. reingenommen. Aber ich bin ja jemand, ich sage, okay, es gibt Zeiten, du hast es auch sehr schön beschrieben, ne? Wo die Wogen nach oben gehen und wo, Ja. also die Ruhe und die Bewegung. Und Ja, zu ja. meinen, es muss im Leben immer ruhig sein, ist, denke ich, eine Irrmeinung, eine Irrglaube. Wir bekommen verschiedene Speisen vorgesetzt und einfach die Speise anzunehmen, die mir vorgesetzt ist. Und wenn ich mir daran die Zähne ausbeiße, ja, dann werde ich halt jetzt gerade mal gefordert. Und ich sage nicht, oh, hier läuft etwas falsch, weil mir jetzt so eine Speise vorgesetzt wird. Also weil ich mich, und du hast das auch sehr schön, ich glaube, das war in dem Video über die Sorge, wo du das beschrieben hast, dass wir als Anthropos, als Mensch, der sich aufrichtet, brauchen wir etwas, an dem wir uns aufrichten können. Und das ist oft das Hindernis. Und das kommt uns von außen entgegen, auch Ja, als Widersacher, ne? ja, Dass wir ja. uns daran aufrichten. Ja.
Ja, einerseits ist es das Aufrichten, das andere ist eben, was ich kürzlich gesagt habe, war das mit dem Knochen und der Stabilität und dem Muskel, dass wir ja uns nicht aufrichten können, wenn wir die Knochen nicht hätten. Und jetzt kommen wir zu dem Selbst nochmal, weil Knochen und das Selbst ist im Hebräischen das gleiche Wort, Atzam, Ezem, gesprochen, je nachdem. Und das ist das Selbst und der Selbstwert, das ist ganz wichtig. Und wenn ein Mensch, man kann den Selbstwert, das ist ganz auch wieder so ein Punkt, man kann den Selbstwert nicht trainieren. Wir können die Muskulatur trainieren, aber wir können den Knochen nicht trainieren. Natürlich wird er durch die Belastung auch etwas stärker werden. Man kann das auch wissenschaftlich nachweisen, dass Leute, die sehr viel Muskeltraining machen, kriegen tatsächlich wohl auch stärkere Knochen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Ist mir auch nicht so Aber wichtig. hier braucht man ja auch die Zeit. Das ist ähnlich wie mit den Ringen der Genau, Bäume, ne? Es braucht ja, Zeit, damit etwas genau, verknöchert. um diese Stabilität zu erreichen. Bei ganz kleinen Kindern wissen wir, sind die Knochen noch relativ biegsam sogar. Und diese Knochen geben die Stabilität. Und der Muskel, der gibt die Kraft. Aber der Muskel, der hat jetzt diese zwei Seiten. Und das ist, ich kann ja, wenn ich den Arm jetzt heben will, muss ich den oberen Muskel, den Bizeps, anziehen. Aber der untere, der Trizeps, der muss loslassen. Der muss los, also der muss sich ja lösen. Das heißt, in unserem Leben, wenn wir manches erreichen wollen, müssen wir anderes locker lassen. Wir können nicht überall angespannt sein. Wir können auch nicht nur locker lassen, dann haben wir gar keine Spannung. Da können wir nicht stehen und nicht laufen. Und das ist ein ganz, finde ich, großartiges Bild, was unser Körper uns da selbst gibt, mit diesem Geheimnis von der 2 und der 3. Ich habe jetzt bewusst den Bizeps und den Trizeps genommen, weil man das auch von der linken Seite und der rechten Seite kennt. Zum Beispiel der rechte Lungenlappen, oder Entschuldigung, die rechte Lunge hat 3 Lappen, die linke hat 2 Lappen. Die rechte Herzklappe ist die Tricuspidalklappe. Die ist eine dreizipflige Segelklappe, sagt der Mediziner dazu. Die linke ist die Mitralklappe, die hat 2. Wir haben immer wieder das Verhältnis von 3 und 2. Das eine ist These, Antithese und mit dem dritten kommt die Synthese, das ist das Kind. Das ist eigentlich der Erlöser, ist immer das Kind. Und wenn das zusammenkommt und dann etwas Neues daraus kommt, etwas ganz Neues, dann merken wir auch im Leben, jetzt ist etwas so gewaltig Großes da, dass ich gar nicht weiß, wo kommt das eigentlich her? Und das ist dieses Schöne mit dem Selbstwert, der ist da, der ist bei jedem Menschen da. Aber wenn er natürlich nie die Möglichkeit hatte, sich aufzurichten, wenn er nie die Möglichkeit hatte, dass man jemand sagt, komm, versuch's mal. Das ist manchmal reicht ein einziger Mensch, der uns sagt, komm, du schaffst das, du kannst das, komm, zieh dich hoch an und zieh dich auch am Tisch hoch oder sonst wo, mach die ersten Meter und so weiter. Dann bildet sich die Muskulatur automatisch. Der Knochen ist sowieso da, der sagt, hey, ich war die ganze Zeit da gewesen. Ja, warum hast du mich nicht benutzt? Und das Gleiche, wenn ich da mal umschwenken kann auf das Gebiss, mit Kind- und Erwachsenenstadium. Das kindliche Milchgebiss hat 4x5 Zähne. Auch der Zahnarzt teilt das einen Quadranten. Also wir haben 4x5. Das sind zusammen 20 Zähne beim Milchgebiss. Und die Zahl 20 spielt auch in der Bibel eine wichtige Rolle. Das ist also, keine Angst, gehe nicht zu weit in die Zahlen. Aber wenn der Durchzug durch die Wüste ist, geht alles bis 20, außer Josua und Kaleb, geht dann nach Kanaan rüber. Und was drüber ist, also älter als 20, die sterben alle. Denken, oh, das ist ja ungerecht und so weiter. Aber das hat was mit der Verantwortung zu tun. Die 20 ist eben die Hand, die geöffnete Hand, die bereit ist zu handeln. Das ist Kaf, ist die geöffnete Hand. Jod ist die geschlossene Hand. Wenn das Kind auf die Welt kommt, wir haben mehrere Kinder, die haben die Hände so. Die Hände sind geschlossen. Das ist die Jod. Jetzt bist du da. Jetzt bist du in der Welt. Jetzt eigentlich sind alle da und sagen, willkommen in der Welt. Aber das Kind schreit, weil es sagt, ich habe meine Welt verlassen. Ich war in einer so schönen Welt gewesen, ich habe sie verlassen. Und dann braucht das Kind wieder seine Zeit, den Kronos, um dann zu wachsen, zu reifen, stabil zu werden. Und irgendwann aber macht es die Hand auf. Und dann beginnt es zu begreifen. Zu begreifen, die Welt zu begreifen. Das sind die 20 Zähne im Gebiss. Und dann irgendwann, wenn so die typische Einschulungszeit kommt, 6, 7 Jahre alt, so darum fallen die ersten Zähne aus. Und dann geht es über in den Bereich, das geht meistens so bis frühe Pubertät, 12, 13 ist so ein ganz wichtiger Punkt wieder, weil mit der 12 die Zeit, die Durchbrechung der Zeit, kommt die 13. Das bei den Juden ist dann die Bar Mitzwa, in der Kirche ist dann Konfirmation und so weiter, ist ungefähr in diesem Zeitraum, weil man weiß,
Jetzt kommt eine neue Phase in dein Leben hinein. Und dann kommen 4 mal 7 Zähne. Jetzt kommt die Ruhe, die 7. Jetzt ist die 7. 4 mal 7 Zähne. Und erst viel später bei einem gesunden Gebiss, heute wird das immer seltener, das ist also ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit, kommen die Weisheitszähne. Und dann haben wir 4 mal 8 Zähne. Das ist eigentlich das reife Stadium des Menschen, dass er mit dem Begriff des Erlöstseins schon d'accord gehen soll, dass er das bei sich erlebt haben soll, dass er sagt, ich sehe, dass die Welt nicht nur schlecht ist, da ist viel Gutes und es ist ganz wichtig, dass ich gerade da bin, dass ich meine Aufgabe ausfüllen kann, die kein anderer aufnehmen kann. Dann sind die 4 mal 8 Zähne da. Das heißt, jetzt hast du Kenntnis von dem 8. Vorher von dem 7. Von dem 7. hat auch Ruhe, Auseinandersetzung in der Welt. Die Kinder kommen in die Pubertät, die Jungs, die kloppen sich und die Mädchen, blöde Kuh und ich bin schöner als du und so weiter. Aber irgendwann beruhigt sich das ja und das zeigt sich im Gebiss der Menschen. Und deswegen finde ich das so schön, das verstehen wir alle, das ist ganz einfach eigentlich, was ich erzähle, das ist überhaupt nicht kompliziert. Und deswegen hat das eine Plausibilität, das heißt, die Seele applaudiert, Plausibilität kommt ja von Applaus, die Seele applaudiert und sagt, jawohl, jawohl, auch der Verstand sagt, ja, das macht Sinn, das ergibt wirklich Sinn, dass man so durchs Leben geht und nicht so, und da entfaltet sich der Geschmack dann in dem Kauen, ja. Genau, darüber habe ich im letzten Blick gesprochen. Ich habe Ja. das nur kurz zitiert, aber du hattest vorher ganz am Anfang, wenn ich da jetzt ein bisschen springen darf, hattest du gesprochen davon, dass man die Wurzel, also ich bin übrigens ganz bei dir, also das ist eine Manie, ne? Dieses ewige Psychoanalyse und da alles nach draußen und Ding und Ja. nochmal um die Lampe fliegen und wie auch immer. Und du hast davon gesprochen, dass es gar nicht darum geht, dass wir die Wurzeln unbedingt so nach außen kehren. Es gibt ja Bäume, die haben die Wurzeln an der Luft oder im Himmel oder Open Air sozusagen. Das ist nicht gesund, wie du ganz richtig sagst, ne? Also die Wurzeln sind nicht von ungefähr im Unsichtbaren, im Ja. Hades so gesehen. Und da Ja. fällt mir eine Passage ein aus deinem Artikel. Das hat mich natürlich auch sehr inspiriert, weil da geht es um die Frage von rein und unrein. Und rein in der Bibel hat nichts mit Hygiene zu tun, schreibst Nein. du, ne? Sondern es bezieht sich auf die Ausrichtung zum Himmel hin. Also alles, was nach oben Ja. ausgerichtet ist, ist Ja. rein. Und Ja. unrein hingegen nennt man den Kontakt zu den Toten. Ja, Also genau. unrein ist der Tod. Und naja, also und hängt mit der Schlange zusammen. Und ist identisch mit, also die Schlange ist identisch mit Satan. Und da fällt mir natürlich ein, hier unten ist der Hades, hier unten sind die Wurzeln, Ja. die vielleicht ein Tabubereich sind. Das fällt mir zum Beispiel auch ein, so etwas, das alles seine Ordnung hat. Nicht per se ist es schlecht, sondern die Frage ist, wo soll es sein? Atomenergie, ne? Also Uran und so weiter, ist unter der Erde, hat es seinen Platz, wenn man es nach oben holt und als Atombombe, dann ist es nicht mehr in der Ordnung. Also nur als ein Beispiel, ne? Also das fand ich auch sehr interessant, eben gerade in Bezug auf diese Psychoanalyse und so weiter, dass wir ständig meinen, wir müssten uns immer hier unten Ja. tummeln und immer hier unten sein und das hier oben völlig vernachlässigen, ne? Das Dieser Punkt ist so, also es wird so erklärt, dass bestimmte Dinge, die sind in uns mitunter auch verdrängt, natürlich. Also es gibt auch Sachen, die wollen wir einfach in unserem Leben vielleicht nicht anschauen oder wir sagen, ah nee, das ist mir unangenehm und so weiter. Aber wenn wir die Reife dazu haben, kann es sein, dass es ganz von selbst hochkommt. Dass es über Kontakte, irgendwas, Alltagssituationen, kommen wir damit in Kontakt und haben dann auch plötzlich die Kraft, uns damit auseinanderzusetzen und sagen, okay, jetzt mache ich das. Und haben dann auch die Möglichkeit, dass ich das auflösen kann. Das ist eben dieser Punkt, den man, also man soll dem nicht vorgreifen und sagen, so durch gezielte Fragestellung, das ist natürlich möglich. Man kann, also wenn man die richtige Frage stellt, wird im Menschen etwas wach. Nur ob er in diesem Moment dazu reif ist und fähig ist, das zu verarbeiten, ist eine ganz andere Sache. Sehr gut, ja, Und genau. deswegen bin ich ein großer Freund von dieser körperorientierten Traumatherapie, also von Peter Levine zum Beispiel, Somatic Experiencing. Da fragt man gar nicht, was war in deiner Vergangenheit los, sondern man legt den Fokus nur auf die Körperempfindungen, die bei bestimmten Themen auftauchen, die aber jetzt gerade bei mir aktuell sind. Also in dem Fall würde jetzt die Therapeutin fragen, sind fast alles Frauen, die das machen, was bewegt dich gerade. Und ich fange an, vielleicht darüber zu reden. Und auf einmal gibt es einen Druck in der Brust oder es gibt da einen Schmerz.
und da bleibt man dann drauf und dann löst sich das über den Körper auf, weil der Körper vergisst nichts. Das muss man eben auch wissen. Ich weiß, ich habe das selbst, also ich bin Körpertherapeutin tatsächlich. Ah, super. Ja, ich habe das lange Jahre gemacht. Ja. Ja, auch Massagen, die wie Psychoanalyse wirken und Wilhelm Reich und Gerda Beusen, also die Arbeit am Körper, weil ich bin ganz deiner Meinung, das ist am ehrlichsten. Genau, aber heute merke ich, dass vieles schon über die Erkenntnis geht, über die Gnostik. Das ist tatsächlich auch eine Heilebene. Da geht viel. Ich habe den Satz gelesen, die Erfüllung geht dem Verlangen voraus. Dieses Wissen ist schon da. Also unser Körper hat eine unglaubliche Selbstheilungskraft, eine Kraft, selbst in die Heilung zu gehen. Auch seelisch, ne? Also auch das Seelische. Und dieses Wissen, deswegen bin ich ja auch so ein, für mich ist diese Verbindung, ne? Und zu wissen, dass wir heil sind, das ist für mich so wichtig. Dieses Wissen, es ist schon alles da, ne? Dass wir nicht immer in diesem Mangel und ewig hinten nach in der Vergangenheit oder schon in der Zukunft, ne? Also das ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich muss man auch teilweise erkennen, ja, wo sind wir auf dem Holzweg, wenn wir wieder aufs Holz zurückkommen, wo sind wir auf dem Holzweg? Und da hat mir auch die Passage sehr, sehr gut gefallen, wo du von dieser Ebene sprichst. Wenn wir jetzt den Tisch nehmen, der Tisch ist ja jetzt, also in unserer Zeichnung ist das was absolut Künstliches. Jetzt stell dir mal vor, ne, hier ist jetzt der Tisch, ne? Die Mensa, oder? Die Mensa, der Tisch, eine Parallelwelt mit vier Beinen, also nicht zwei, sondern vier, viereckig, ne? Vielleicht auch noch schwarz, stelle ich mir die Kabbala vor. Und da schreibst du ja wunderbar, ne? Dass hier am Niveau der Tischbeine, ne? Das ist das Niveau des Verstandes, darunter werden die Tiere genährt, ne? Und auf der Ebene hier sind die Speisen, die den Mensch nähern. Ne? Also das ist wunderbar. Und der Verstand, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass hier unten der Verstand, der will immer was abhaben und der Verstand ist so wahnwitzig gierig und will immer in erster Aufmerksamkeit und er will immer irgendwie, er muss überall dabei sein, er drängt sich immer in den Vordergrund. Das fand ich ein wunderschönes Bild. Vielleicht wollen wir darüber ein bisschen sinnieren. Ja, es ist nicht nur das mit dem Verstand, also habe ich ja das Beispiel mit dem Hund gebracht, das ist, was Weinrib da erzählt, dass er im alten Wissen für den Verstand gesehen wird. Und der Hund ist ja tatsächlich, das wird jetzt interessant, jemand, der gerne Knochen frisst. Und wir hatten die Knochen mit dem Selbstwert, die Stabilität, und der Verstand frisst unseren Selbstwert auf. Wow, das ist es, genau das ist es. Jetzt weißt du, warum ich mit dieser Kritiksucht nichts anfangen kann, weil meistens ist es so ein intellektuelles Herumkriegen. Ganz genau. Und das ist gerade in der Wahrheitsbewegung sowas von gang und gäbe und es kotzt mich richtig an. Also ich merke, es ist richtig, ich muss dann mich fast übergeben, weil ich kann es nicht mehr rein. Es geht nicht mehr. Sehr schön, wie du das ausdrückst, ja. Sich am Knochen abarbeiten. Und er hat eine Riesenfreude daran. Also wir haben auch einen Hund und der hat eine Riesenfreude an Knochen. Und da denkt man immer, was macht er da dran? Aber es wird uns quasi direkt vor Augen gestellt. Und wenn man jetzt diese Bezüge kennt über die Sprache, Ursprache und so weiter, dann weiß man, Moment mal, wenn der Verstand tatsächlich hier sein Augenmerk drauf richtet, dann muss ich mit meinem Verstand ein bisschen aufpassen. Auf der anderen Seite ist aber er, der das Territorium bewacht, unwahrscheinlich gut bewacht, so ein Hund, und er hat eine ganz feine Nase. Er riecht, also riechen hängt im Hebräischen mit dem Wort, also das Reach, das hängt mit Ruach zusammen, mit dem Geist. Er spürt, hier tut mir was nicht gut und hier, also man muss dann sagen, der Verstand hat eben eine sehr positive Seite auch, dass er sagt, hier stimmt was nicht. Also hier argumentiert einer aus der Luft irgendwas daher und das passt aber nicht zusammen. Und dann fängt er an zu wittern und sagen, da stimmt was nicht, irgendwie ist da was nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite ist der Hund auch einer, dass jeder, der nie einen Hund hatte, der ist dann befremdet, wenn er einen Hund bekommt, der interessiert sich für Ausscheidungen. Das hat ja auch mit dem Essen zu tun. Und er macht, und da gibt es ja Fachleute drüber, die versuchen dann herauszubekommen, was die alles analysieren können anhand der Ausscheidung. Aber die Ausscheidung ist ja das, was wir mit dem gemacht haben, was in uns hineingekommen ist. Da geht immer etwas, der Körper separiert wieder, das ist wieder die Trennung. Er separiert und sagt, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Und jetzt gibt es in der Bibel einen Vers, das heißt, habe immer eine Schaufel dabei und bringe das unter die Erde, in dieses Geheimnis, in dieses Verborgene. Und dort wird das gewandelt
Dort wird es gewandelt und wird zum Dünger, zum Humus, was wieder wächst, was wieder wächst. Was wir, und dann kommt dieser liebliche Duft der Rose, kommt aus diesem ekligen Duft, was man immer mit der Dämonie und dem Teuflischen assoziiert. Weil das natürlich mit dem Gemachten des Menschen zu tun hat. Deswegen muss man auch immer aufpassen, dass man nicht seinen eigenen Namen so in den Vordergrund schiebt und sagt, ich habe gesagt und es kommt von mir, Copyright und so weiter. Man darf nur sagen, es kommt durch mich. Es kommt durch mich, es ist mir eingefallen und es kommt und wir haben dann unsere Bedeutung natürlich, indem wir es von dieser Achse in diese Achse bringen, aber der Mensch soll nicht das auf dem Tablett servieren, was aus ihm dann herauskommt, so wie Aleister Crowley das wohl gemacht haben soll und sagen, so das ist es jetzt, und, sondern er soll das ins Verborgene bringen, und das bedeutet, ich bringe das erstmal in einen Bereich, wo es wirken kann. Und auf einmal in einen Bereich im Menschen, wovon er sagen kann, was ist das alles? Ja, ich verstehe es nicht, dass in meinem Leben auch Sachen herauskommen, für die ich mich eigentlich schäme. So müsste man sagen. Spannend, weil da unten ist ja das Okkulte, weil du ja Aleister Crowley erwähnt hast, da ist das Okkulte, und man redet ja auch von Okkult, wenn man vom Stuhl spricht, ne? Okkult. Ja. Also sehr interessant. Und der Verstand, ne, den darf man ja nicht ausschließen, sondern so wie einen Hund, dem man eben auch ein Spielzeug oder einen Knochen hingibt, der muss beschäftigt sein. Das ist mit den Kindern übrigens ganz ähnlich, ne? Kleine Kinder, die sollten nicht die Führung übernehmen, aber sie sollten beschäftigt sein, ne? Ja, sehr schön. Da kommen wir ganz tief. Ich würde jetzt tatsächlich einen kleinen Schwenk machen, außer wir wollen da noch länger, weil ich fand auch sehr, sehr spannend diese Passage, wo du über die Schafe und die Wölfe sprichst. Also wo es heißt, ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen. Die Sendung der 12, das sind die Schafe, ne? Ich weiß nicht, ob du dich jetzt an den Text erinnerst, also den du da selbst geschrieben hast. Hier, das hat mir mal eine Freundin gemalt, da hinten, siehst du das an der Wand? Ja, das ist, ja. Auf diesen Text hin hat sie mir das gemalt. Ah, okay, ja, also sehr das schön. Der Wolf, das Schaf und dann die einzelnen Bereiche mit 12 und 13 und die, der Durchbruch der Zeit, ja. Ja, es ist lange her, ich weiß jetzt im Detail nicht, aber die großen Züge weiß ich schon noch, ja. Es ging hier um, wo fangen wir an? Irgendwie ist hier, dass das Lamm sterben muss, weil nur so die Grenze durchbrochen wird. Es geht hier auch um die Zahlen, ne? 12 und 13 und um den Zahlenwert 144, aber das weißt du natürlich besser als ich. Aber warum der Westen so unglaubliche Angst davor hat und die 13 als Unglückszahl wird bezeichnet, weil der Westen eben nicht ans Ende der, also das Ende der Zeit macht ihm Angst, ne? Das ist für ihn das Ende des Weges. Er kennt darüber hinaus nichts, ne? Und die 144, mit denen habe ich mich nämlich auch in einem Blick beschäftigt, die sind sozusagen die Grenze, gell? Über die geht keine Zeit hinaus. Ist das richtig? Wir kommen dann gleich. Also das ist, die 144 ist ja, man spricht im Hebräischen, also in diesem alten Wissen, von der Verbindung in der Addition, also Plus nehmen, und in der Multiplikation. Und Multiplikation ist das Einswerden. Und die 144 ist also die 12 in der Selbstbegegnung mit der 12. Also ich bin mir selbst begegnet. 12 mal 12 ist ja 144. Und 12 sind die Schafe, richtig? Und 12 sind jetzt in dem Fall die Jünger. Ich möchte eher sagen, jetzt allgemein mehr nicht nur auf das Schaf hin, sondern auf die 12 als Ausdruck der Qualität der Zeit an sich. Und dass dort diese Selbstbegegnung bei uns selbst, also mit uns selbst in allen Aspekten des Lebens stattgefunden hat. Und da komme ich an eine Grenze, ja. Und das drückt sich mit dieser 144 aus. Jetzt muss ich aber sagen, die 144 ist aber auch das Wort Kedem im Hebräischen. Und das ist der Ursprung, der Anfang oder der Osten. 144 ist also, ich kann das gerade mal hier bei mir aufrufen, das, weil wenn ich am Ende bin, bin ich nämlich gleichzeitig am Anfang. Und deswegen ist ja die Zahl 13 im Hebräischen Echad, ist eigentlich, wenn ich es eins sage, im Hebräischen sage ich Echad, und wenn ich das ausschreibe, also es ist Aleph, Chet und Dalet, dann gibt es die Zahl 13. Dann bin ich wieder am Anfang. Und deswegen ist die 144 also ein Ausdruck davon, dass ich als Mensch
alles durchlebt habe, alle Variationen, Facetten und so weiter durch habe, weil man kann ja eine Grenze nicht überschreiten, wenn man nicht zuvor erstmal die Grenze erreicht hat. Im Neuen Testament gibt es ja diesen Zöllner, diesen Zachäus, da habe ich mal eine Videoreihe drüber angefangen, ist schon Jahre her, und er gibt ja dann seinen Zöllnerposten auf. Das heißt, so, jetzt hört er auf mit der Grenze, er sagt, gut, hier ist die Grenze, aber ich merke, es gibt mehr. Es muss noch mehr geben. Und diesen Punkt, den müssen wir nicht einmal erreichen im Leben, den müssen wir eigentlich immer wieder neu erreichen, dass wir sagen, jetzt bin ich an einem Punkt, ich merke, dass das, was ich bislang als Zentrum hatte, dass das jetzt aus dem Zentrum herausrutscht, es kommen neue Sachen in mein Leben rein. Und Sachen, die mich weiterführen wollen, die mir noch mehr Einsichten geben wollen. Denn eigentlich ist der Weg ein Gehen von einem Staunen zum nächsten. Und nicht von einem Jammertal ins nächste, sondern es ist ein Staunen, was aber impliziert, dass wir auch natürlich Phasen haben, also destruktive Phasen, sogar depressive Phasen. Also es ist völlig normal, immer am Ende einer solchen Zeit kommt eine Erniedrigung, hier sagt man, der Depressão, sagt man im Portugiesischen, wenn eine Bodenwelle nach unten geht, so, dann sagt man, da kommt Achtung, da steht ein Straßenschild, Achtung, jetzt mal ein bisschen verdeutscht, hier kommt eine Depression. und diese 144 drückt das aus und ich, ja. Genau, das ist ein Übergang von, kann man sagen, von einer Welt in eine andere. Du hast übrigens da auch mal erwähnt, das habe ich jetzt hier nicht notiert, aber an das erinnere ich mich und das finde ich sehr spannend, dass uns da bei diesen Übergängen, dass uns da besonders die Dämonen begegnen, weil sie dort auf den Plan gerufen sind. Die Konfrontation mit der Schlange oder mit den Dämonen, mit Satan. Und dass die dann, und ich denke, wir sind jetzt in einer solchen Zeit, wo das Kollektiv jetzt auch in dem Moment, wo wir sind, wir gehen zur Wintersonnenwende, bewegen wir uns hin, hier rennen überall, oder sind die Berchten herumgerannt, also die Krampern. Ja. Es ist diese Zeit, wo das auch aktiviert ist, aber auch kollektiv, also überhaupt von der Zeitqualität. Und ich denke, auch jeder Einzelne von uns merkt, dass er in einer Übergangsphase ist, ne? Wo etwas gebrochen wird, ne? Etwas durchbrochen wird. Und du hast geschrieben, dass Jesus nicht erkannt wurde, weil er nicht mehr derselbe war, weil er ein anderer war nach diesen 3 Tagen. Ne? Ja. Das kennen wir ja auch von uns, dass wir auch nicht mehr erkannt werden. Ja, genau. Richtig. Ja, absolut richtig. Und vielleicht jetzt mit diesem Dämonischen, das ist also, man müsste ja eigentlich erstmal fragen, wo kommt denn das überhaupt her? Wer braucht sowas? Genau die Frage natürlich, die immer wieder gestellt wird, schon seit Jahrhunderten oder noch länger. Wer braucht eine Schlange im Paradies? Hätte es nicht anders sein können? Und da wird die Antwort gegeben, die Bibel beginnt mit dem zweiten Buchstaben des hebräischen Alphabets, nämlich mit der Beit, also Bereshit heißt das ja da. Wo ist aber die Aleph? Wo ist dieser erste Buchstabe? Und die Antwort darauf ist, die zweite Welt ist eine Antwort auf etwas, was zuvor, wir denken natürlich in Zeitbegriffen, ist klar, aber sonst können wir es uns auch gar nicht vorstellen, weil wir nun mal mit unserem Verstand daran gekoppelt sind. Aber es gibt etwas, was davor war, ob wir das ganz tief in uns jetzt erkennen wollen oder in einem anderen davor. Aber es heißt ja auch immer vor Grundlegung der Welt. Das ist diese Thematik, dass es eine Welt, jetzt spreche ich mal in der Vergangenheit, auch wenn das nicht ganz stimmt, gegeben hat, die nicht so richtig funktionierte. Und dann sollte als Lösung dafür jemand kommen, der das in Ordnung bringt. Und das ist tatsächlich der Mensch, das ist Ha-Adam. Das ist der Mensch und das wird gezeigt in dem König, in dem ersten König Shaul, das ist Saul, kennen die meisten. Der sagt, ein Haupt länger als alle anderen. Also er ist höher als alles andere. Also die anderen gehen nur bis zur Schulter, das Volk geht bis zur Schulter. Aber er geht ein Haupt länger. Und der Mensch hat tatsächlich diese Verbindung zwischen ganz oben und ganz unten und soll diese Welten wieder einholen. Und dazu braucht er den Körper. Ohne den Körper können wir nichts machen. Wir können natürlich sagen, manche sagen dann auch, das ist, stimmt sprachlich schon gar nicht, wenn ich mal in der Ewigkeit bin, jetzt ist der Moment, in dem wir handeln können, in dem wir gehen können. Wir können jetzt ganz, ganz viel umsetzen und dazu sind wir auch da. Und deswegen beginnt die Welt mit der 2, weil wir jetzt handeln können und können Dinge bewegen, die sich durch alle Welten ziehen.
Und da gibt es, heißt es, so die Legende, Weinreb schreibt sehr viel darüber, gibt es am Ende des sechsten Schöpfungstages Wesen, die in sich die Potenz der Perfektion haben. Und das nennt man die Shedim im Hebräischen. Shedim, das sind die also Dämonen übersetzt. Dämonen, da will ich kurz einen Einwurf machen. Oder nee, den mache ich anschließend, sonst kommen wir zu weit weg. Die Dämonen kommen dann, und das sind Wesen, die nicht vollendet werden mit einem Körper. Die bekommen keinen Körper. Und das hat auch alles irgendwo seinen Sinn, aber das wäre viel zu komplex, um das jetzt alles so aufzufächern. Es gehört aber dazu. Und jetzt ist alles, was in unserem Leben unvollständig ist, hat eigentlich schon so einen dämonischen Charakter, weil vollständig heißt, du bekommst einen Körper und kannst dann selbstständig gehen. Wenn aber der Körper nicht zur Verfügung gestellt wird, dann sind also tatsächlich sowas wie Wesenheiten da, die versuchen, deinen Körper zu okkupieren, zu besetzen. Und wir reden tatsächlich ja bei Dämonie von Besetzung. Besetzen haben wir im Deutschen die Verbindung zu besitzen. Ich besitze etwas, mir gehört etwas. Und da geht es tatsächlich um diese Thematik. Unser Wort Dämon kommt ja vom griechischen Daimon. Und von dem Wort Daimon, das kommt von dem Wort Dai. Dai heißt zerteilen, trennen, aber wirklich zerstückeln, ganz, ganz klein machen, Vielheit machen. Das ist übrigens auch die Bedeutung von Science. Science, also Wissenschaft, das ist zerschneiden. Das ist im Lateinischen, ist es, daher kommt auch das Wort Scissor. Scissor ist die Schere im Englischen. Zerteilen, weil man immer mehr analysiert. Man splittet immer weiter auf und versucht, die Antwort zu finden. Aber die Antwort findet man am Ende so nicht. Es werden nur immer mehr Fragen. Von dem Wort Daimon und Dai kommt auch Demos. Und heute wird gesagt, ja, wir wollen die Demokratie erhalten. Aber Demokratie sagt dann so allgemein oberflächlich, sagt man dann, das ist die Herrschaft des Volkes. Das ist aber sprachlich, ist es viel näher an der Herrschaft der Dämonen. Und man kann das auch sehen, im Neuen Testament kommt ungefähr 300 Mal die Begrifflichkeit vor, die Menge oder die Menge des Volkes. Die Menge, die unbestimmte Menge, ist Ochlos im Griechischen. Das Volk, die als bestimmte Menge, ist Laos. Dann müsste es eigentlich heißen Kratein, also regieren. Die Laokratie, das wäre tatsächlich die Macht des Volkes, dass das Volk das bestimmt. Es heißt aber nicht Laokratie, es heißt Demokratie. Und das Wort zeigt uns eigentlich, worum es eigentlich geht. Das Wort Demos kommt im Neuen Testament nur viermal vor in dieser Hinsicht als Volk. Das ist in der Apostelgeschichte am Ende, kann man nachlesen. Und da geht es nämlich darum, dass das Volk einem Abgott dient. Also es zeigt sich alles in der Sprache. Und jetzt hat also diese Dämonie, hat also seine besondere Aufgabe am Ende der Zeit. Da kommen immer, ein anderes Bild dafür sind die Philister. Die sind ganz im Westen, im biblischen Volk, und da sind dann die Riesen. Und einer der Großen der Philister ist der Goliath. Und der David kämpft dann gegen den Goliath. Alle kennen diese Geschichte. Aber diese Riesen heißt im Hebräischen Rophim. Und Rophim ist immer, also der Riese kommt in der Bibel nur in der Mehrzahl vor. Wenn man sagt, der Riese Goliath, dann leitet man das von seiner Körpergröße ab, aber es steht im Hebräischen nicht, dass er ein Riese ist. Da steht, es ist der Mann des Zwischens, steht da wörtlich. Das ist also ein Unterschied. Und jetzt, also die kommen in der Mehrzahl vor, bringe ich das Wort aber in die Einzahl, heißt es Rophe, und das ist der Arzt. Der Arzt, tatsächlich der Arzt, also der sich um den Körper kümmert, wir kennen ja, der Medizin studiert hat und so weiter. Das heißt, am Ende dieser Zeit bei den Philistern kommt etwas mit einer ganz großen Rolle, und das nennt man Medizin. Das ist spannend, oder? Das ist spannend. Und weil du von dieser, also wir reden ja eigentlich von der Erfüllung der Zeit. Wir reden jetzt, ja, ob man von der Endzeit redet oder eben. Ich glaube, ich erahne etwas von dem, warum ich mit diesem ewigen Spiegeln so wenig anfangen kann. Wenn es immer heißt, alles, was dir im Außen begegnet, ist ein Spiegel und alles nur ein Spiegel und Spiegel. Aber Spiegeln, da haben wir die 2 Zwölf. Du redest ja hier von den 2 Zwölfen, die sich gegenüber sind und sich begegnen, ja? Die 12 in dir und die 12 in der Begegnung, das wäre ja die Spiegelung. Du siehst dich selbst in der Spiegelung. Aber, und dann bist du sozusagen, ich sage jetzt mal verflucht, das ist jetzt heftig, aber du bist, ich sage immer, du hängst am Fliegenfänger. Wenn du in dieser
die 12 und also wie du ganz richtig sagst, da kommst du an das Ende, da kommst du nur bis an eine Grenze. Über die Grenze hinaus kommst du nur, wenn du über diese, ich interpretiere jetzt, wie ich das verstehe, denn die 13 ist Jesus, ist das Lamm, das ist das, was die Grenze aufhebt, was sozusagen das Ganze bricht. Also du kommst mit der 12 und 12 offensichtlich, also Nein, mit der 13 kommst du in eine andere Ebene, ist das? Jesus ist nicht die 12. Jesus hat die Nein, die 13, 12. Entschuldigung, Er die ist der 13. 13., ja, das ist ganz wichtig. Habe ich 12 gesagt? Ja. Okay, sorry, nein, ich meinte eben, weil ich denke, ich weiß, ich habe das erfahren, was es bedeutet, solange du hier alles nur gespiegelt, ja, ist es, du kommst hier nicht raus, Vergangenheit und Zukunft, du bist hier ewig am Ringen, ne? Außenwelt, Innenwelt. Genau, Und ja. die 13 ist ja das, aber da wird das Lamm gerissen, ne? Also das fand ich so spannend, dass es hier überhaupt nicht nur darum geht, dass das nur jetzt alles Friede, Wonne, Eierkuchen ist, sondern dass hier auch Tacheles gesprochen wird, dass hier auch etwas ausgesprochen wird. Das ist auch das Ende des Schweigens, wie du geschrieben hattest, ne? Ja. Mit der 13 kommt eine andere Ebene. Da wird das durchbrochen, da wird auch das Schaf zerrissen, beziehungsweise eine Zerrissenheit im Inneren. Da ist ganz viel drin, aber ich will lieber dich reden lassen, aber ich konnte damit ganz viel anfangen. Ja, das Lamm ist ja überhaupt, man könnte auch sagen, das Lamm ist ja, es gibt mehrere Begriffe im Hebräischen dafür, aber eins ist davon Seh, also das schreibt sich Sinhe. Und das hängt auch mit dem Namen Mose zusammen, der im Hebräischen Moschee heißt. Das heißt eigentlich auch vom Lamm. Mseh könnte man sagen, es ist vom Lamm. Der ist aus dem Wasser gezogen. Moschee heißt auch der aus dem Wasser gezogene. Und das ist dann der Erlöser aus Ägypten, aus der Welt der Zweiheit hinaus, in die neue Welt hinein. Es spaltet sich das Wasser und so weiter. Und es sind immer die gleichen Prinzipien, die sich da zeigen, dass auch hier ein Schweigen da ist. Ich kann darüber am Ende nicht, also niemand von uns kann es in Worte fassen. Und dennoch müssen wir darüber sprechen. Und gerade in der Zeit wie bei uns jetzt ist es also nötig, dass wir vielleicht gerade jetzt das Schweigen mehr und mehr brechen und Dinge auch aussprechen. Der Bruch ist damit drin. Aussprechen und sagen, so und so ist es. Und ich glaube, unsere Zeit ist auch dafür reif, jetzt diese ganzen, diese Okkupanten, diese Besetzungen, die wir über die ganzen letzten Jahrhunderte bekommen haben, auch aufzubrechen, zu dem zu erwachen, wer wir eigentlich sind, auch als Mensch. Und dann sagen manche, ja, das ist ja Humanismus und wo bleibt denn da der Christus? Nee, nee, das ist das Geheimnis, ist Christus in euch. Das ist also, in jedem Menschen ist dieses Geheimnis vorhanden und das soll sich durch den Menschen kundtun, nach außen, nicht. Und dann muss das Schweigen gebrochen werden und das hängt mit diesem Lamm zusammen und dann tatsächlich passieren diese Wunder, dass dann auf einmal Alltagssituationen kommen, die nicht mehr erklärbar wären und werden. Das ist also kein Theoretikum, über das wir reden, sondern wir erleben wirklich Dinge, Anrufe, wir erleben Anrufe, wir erleben Kontakte, irgendwas passiert in unserem Umfeld, das können unterschiedlichste Sachen sein und wir verstehen plötzlich diese Sprache und sagen, Mensch, jetzt verstehe ich auf einmal, warum das so gelaufen ist und jetzt bin ich auf einmal versöhnt mit meinem Schicksal und sage, es hat alles einen Sinn gehabt. Jetzt sind wir eigentlich wieder am Anfang von unserem Gespräch. Und in dieser Hinsicht sind wir aber dann in, kommen wir in diesen Wandlungsprozess hinein, dass wir, wie jetzt Israel aus Ägypten vorzieht, die Ägypter wollen hinterher, das heißt, der Körper will folgen, alles will folgen, kann aber nicht mehr folgen. Der Mensch kommt wirklich zu seiner eigentlichen Größe, durchschaut die Geheimnisse der Zeit. Es gibt die jüdische Legende, dass sich dann für jeden Stamm des Volkes eine Bahn wie kristallisiert im Meer. Also das geht auseinander und jeder hat seinen eigenen Bereich. Das Wasser bleibt stehen, es ist nicht mehr beängstigend, es gibt keine Sorgen mehr, es ist kristallklar und man durchblickt wie Adam, der erste Adam, auch alle Zeiten auf einmal. Man sieht, dass es eine ganz große Einheit ist, dass sogar diese Weltkriege dazugehören, dass diese ganzen destruktiven Sachen, dass das alles irgendwie dazugehört hat. Um was, wird dann gefragt, um alles miteinander zu verbinden. Und im Menschen ist diese Zerreibung, ist diese, das ist einfach unser, muss man so sagen, unser Schicksal, dass wir in dieser Zerreibung, in diesem Zwischendrin sind. Und dieses Zwischen ist im,
Im Hebräischen das gleiche Wort, das ist also Beit Jod Nun ist das Bin gesprochen und als Ben gesprochen ist das, als Bin gesprochen ist der Verstand, Verstehen und als Ben gesprochen ist es dieses Zwischen. Und phonetisch ist Ben auch der Sohn, da wird dann die Jod weggelassen. Aber wir sind in dieser Reibung, in diesem Zwischen und diese Zerreibung merken wir ganz stark natürlich in unserem Verstand auch. Ist es jetzt so oder ist es so? Ist es so oder ist es so? Ständig sind wir mit unserem Verstand am Rühren. Wir versuchen, die Dinge einzuordnen in der Welt, bei uns selbst. Aber es geht ja immer um dieses Näherkommen, um dieses Korban ist Näherkommen. Also Keref ist das hebräische Wort für Näherkommen. In der Theologie hat man daraus Opfer gemacht. Das ist eine Erfindung in der Theologie, diese Begrifflichkeit, und schafft viele Missverständnisse, obwohl es nicht ganz falsch ist, aber es schafft eben leider viele Missverständnisse. Es geht immer darum, näher zu kommen. Näher zu kommen heißt, ich muss den Text erstmal auf mich anwenden. Ich muss es auf meine Beziehung anwenden, Schöpfer, Geschöpf und so weiter. Wie ist meine Relation dazu? Und dann in dieser Qualität bin ich auf einmal einbezogen. Ich bin auf einmal mittendrin und bin nicht mehr außen, lerne das abstrakt durch Bücher, so die Weisheit und die Weisheit, sondern ich merke, mein ganzes Leben ist Ausdruck dieses Verstehens. Und dieser Zerreibeprozess, damit hat unser Verstand zu tun. Aber man muss eben sehen, dass der Verstand also diese zwei Seiten hat. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht einfach nur sagen, wir streichen den Verstand, um Himmels Willen niemals den Verstand streichen. Aber wir dürfen auch nicht sagen, nur der Verstand zählt, sondern wir sind als Menschen ja viel komplexer. Und das alles miteinander zu verbinden, das ist, wie man heute sagt, so eine Challenge, in der wir alle drinstehen. Und von daher ist das Größte, was man vielleicht sagen kann, dass wir diese Offenheit für uns beibehalten, vor allem auch, zeigt sich das darin, dass ich sagen kann, ich lasse den anderen erstmal so, wie er ist. Ich muss den nicht verändern. Er hat jetzt seinen Weg gehabt in seinem Leben. Er ist an diesem Punkt angekommen. Das hat seinen Grund. Und wenn ich irgendwo helfen kann oder so, dann helfe ich gerne. Aber ich muss jetzt nicht da eingreifen, weil eigentlich mögen wir das alle nicht, wenn andere in unser Leben eingreifen und sagen, so, das musst du so machen, das so. Niemand mag das. Warum mache aber ich das bei anderen und sage, haha, ich weiß es aber besser? Und wenn ich mir überlege, was können wir doch alle sagen, was haben wir vor 10 Jahren für Ansätze gehabt in unserem Leben, vor 20 Jahren und so weiter. Und darüber, da gibt es auch, Weinreb sagt mal, ja, wenn ich meine Bücher lese von Anfang an, dann denke ich, oh, da fehlt aber noch viel, da fehlt noch viel. Aber damals war das so wichtig gewesen. Andere Autoren sagen das auch, wenn ich gucke, was habe ich vor 20 Jahren geschrieben, wo bin ich heute gelandet? Das ist der Weg. Und auf dem Weg erfahren wir tatsächlich dann das Leben, erleben es. Und das hat dann auch mit dem Finden der Wahrheit zu tun. Denn die Wahrheit ist im Hebräischen das Gehen von der 1 bis zu 400. Das ist Emet, ist das Wort. Und das Wort Wahrheit kommt tatsächlich von dem Wort Vertrauen. Ich gehe im Vertrauen. Von Amman kommt das. Und das ist auch im Portugiesischen als Verdadeiro, Wahrheit. Und das hängt zusammen mit dem russischen Vera. Der Frauenname Vera ist im Russischen, ist der Glaube. Das hängt auch in anderen Sprachen also zusammen, dass durch das Vertrauen, durch den Glauben, wie ich mein Leben lebe, finde ich tatsächlich auch die Wahrheit. Das ist nichts aus dem Lehrbuch, nichts aus einem Gottesdienst oder sonst was. Da kannst du keine Wahrheit lernen. Niemand lernt dort die Wahrheit, sondern es ist der persönliche, individuelle Weg, den wir alle ganz allein beschreiten, in unseren Schuhen, in unserer Art des Ganges, in unserer Art, die Welt wahrzunehmen und das anzunehmen, zu akzeptieren. Das ist das Großartige, das Wunder. Und dann passieren diese Durchbrüche und man teilt sich mit und andere sagen, ich weiß gar nicht, was du willst. Du warst doch immer so ganz anders und so weiter. Aber das auch dem Nächsten zu gönnen und zu wünschen, das geht damit parallel einher. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der auch, der dann automatisch mit der Versöhnung, dass ich sagen kann, ich bin versöhnt, ich bin auch mit meiner Vergangenheit versöhnt, das gibt mir ein ganz großen Charakter eines Lammes dem Nächsten gegenüber. Ich kann sagen, du hast auch deinen Weg. Und ich weiß nicht, was dein Schicksal ist. Ich weiß ja noch nicht mal mein Schicksal. Was dir geschickt wird, was dir am Tisch gereicht wird an Speise, womit du dich alles auseinandersetzen musst. Wir kauen sogar alle anders, wir schmecken alle anders. Und den anderen einfach stehen zu lassen und zu sagen, ich nehme dich so, wie du bist. Ja, wenn man das so sieht, die Eins, wenn man mit der Eins eins wird in der Mathematik, verändert die uns nicht.
Das ist das Malnehmen, ist ja das Einswerden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin die 18 und werde mit der 1 1, dann wäre das 18 mal 1 und dann bleibe ich die 18. Die 1 verändert mich nicht, der Ursprung verändert mich nicht. Der sagt, so bist du gewollt, wie du bist so gewollt. Und indem ich das annehmen kann, werde ich automatisch innerlich gewandelt, Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Ich werde auf einmal spüre ich, ich bin ja so geliebt, wie ich bin. Ich brauche keine Gedankenkonzepte, ich brauche nicht noch 1000 Seminare. Es ist in Ordnung, wie es ist. Ich bin einfach wunderbar aufgehoben. Und dann kommen wir in unsere Kraft, in Stabilität. Wir können anfangen zu laufen, zu gehen, unseren Weg zu haben und für andere hilfreich zu sein. Und ich glaube, mehr, viel mehr können wir gar nicht erreichen. Und von Wunder zu schreiten. Und die Sprache teilt das so schön mit. Und wenn wir auch in unseren eigenen Bereichen, wir haben ja alle unterschiedliche Lebensbereiche und Aufgaben, wenn jeder in seinem Bereich guckt, wo kommt das eigentlich alles her? Auch in der Wissenschaft ist es so, ein Biologe, der super ehrlich ist, wird auf die gleichen Zusammenhänge stoßen. Oder ein Quantenphysiker wie ein Hans-Peter Dürr aus München, der stößt auf die gleichen Zusammenhänge. Ein Hirnforscher wie Gerald Hüther, der stößt auf die gleichen Zusammenhänge. Andere genauso, in der Chemie genauso, überall. Man muss dahin kommen, weil alle Zweige zum gleichen Stamm gehen und zur gleichen Wurzel. Wir sind die Menschheit. Es gibt keine, was weiß ich, noch viele anderen Menschheiten. Es gibt uns als Menschheit und deswegen gehören wir auch alle zusammen. Jeder in seiner Position. Ja, du sagst es und du hast gesagt, Selbstvertrauen kann man nicht erzwingen oder irgendwie trainieren, sondern das stellt sich ein, dadurch wird man selber stärker und dann der Satan, ne, oder das Diabolische verliert sich ja immer in irgendwelchen Argumenten, die falschen Propheten, Argumente gegen den Weg des Vertrauens, gegen das Vertrauen in sich selber und in Genau, Gott, genau. Ja. dieser Zweifel, ne, dann bist du Ja. im Zweifel. Und jemand, der in sich wieder gelandet ist, ne, in seiner 13, den kann das nicht mehr vom Weg abbringen. Und im Grunde genommen haben wir da wieder, fällt mir auf, wir haben ja am Anfang davon gesprochen, den Tisch, ne? Also von wegen die 13, ne? Und da sind wir wieder, aber im Grunde genommen hat es die 12 gebraucht, damit wir wachsen und stärker werden. Das war das, was du vom Ja, Inneren des ja, Tisches erzählt hast, ja. ne? Es hat das gebraucht für die Stabilität. Dazu ist die 12 da. Und deswegen wird der Mensch ja auch in die Zeit gesendet. Und mit der 13 oder mit der Vergoldung, also kommt er raus aus diesem Gefängnis sozusagen, aus Ja. diesem ewigen Hin und Her und landet dann in dieser Einheit, ne? Ob da, ob, ja, also das ist etwas Gefühltes, ne? Raus aus diesem ewigen Kampf, ne? Ja, ich meine, wir könnten jetzt noch ewig weitersprechen, aber wir sind tatsächlich seit 1,5 Stunden zugange und ich denke, wir haben einen wunderbaren Einstieg hier jetzt geschaffen. Wie das klingt, Einstieg. Ja, ich meine, vielleicht, weil ich einfach ja, es schön fände, wenn wir uns wieder treffen können, ne? Zu einem anderen Thema vielleicht oder das Thema dann erweitern. Auf jeden Fall, ich denke, wir haben einen sehr, sehr stimmigen Bogen sind wir hier gegangen, eigentlich um uns selbst herum, ne? Ja. Um uns selbst herum, um in sich zu landen. Es hat mich unglaublich gefreut, Dieter. Also das war wirklich jetzt eine ganz, ganz besondere Begegnung hier, die wir jetzt hier im Gespräch. Für mich hat das jetzt sehr viel bedeutet. Ich sehe mich da in dem, was du, also in deiner Arbeit finde ich mich wieder, erfahren und gelebt, und wunderbar. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Arbeit. Ich werde deine Webseite drunter geben und deinen YouTube-Kanal. Man findet dich natürlich einfach unter deinem Namen, Dieter Mjunske. Genau, und jetzt gebe ich das Schlusswort noch an dich. Ja, das ist nämlich genau der Punkt, dass mit einem Ende denken wir manchmal, es ist jetzt wirklich zu Ende. Und das ist es eben nicht. Wir haben diese Phasen der Übergänge, haben wir zum Beispiel mit Noach in der Bibel. Das heißt, es kommt etwas Neues. Und dazu muss etwas Altes dann, was sich festgefahren hatte, was nicht mehr weitergeht, das muss aufgegeben werden. Das ist bei unserem eigenen Leben genauso. Ende der Zeit ist ja jedes Jetzt ist ja auch ein Ende der Zeit. Es ist auch immer, wenn etwas Neues kommt. Du hast kurz das Stichwort Zweifel gebracht. Die Bibel beginnt mit der Zahl 2. Und das heißt, eine neue Schöpfung beginnt mit dem Zweifel. Das ist ganz wichtig. Denn jede neue Schöpfung im Leben, in unserem Leben, beginnt mit dem Zweifel, soll das wirklich wahr sein? Aber ich gehe diesen Weg. Und dann kommt erstmal Tohuwabohu, da kommt erstmal Chaos. Aber ich gehe diesen Weg weiter.
Und dann kommt am Ende kommt dann auf einmal dieses und Gott und siehe, es war sehr gut. Und ich glaube, das ist etwas Schönes, was wir unbedingt mitnehmen sollten für unser Leben. Siehe, es war sehr gut. Egal, was unser Verstand sagt, der darf in dem Moment mal schweigen und unser Herz darf sprechen und dann können wir alle dahin kommen. Genau, und auch der Mut, der gehört auch dahin. Du hast am Anfang des Textes, hattest du geschrieben, erinnere ich mich, dass die Akazie zu fällen, also das, was eben abweicht, das zu fällen, braucht Mut. Und es braucht Mut, ne? Auch dass wir wieder hier in und dass wir den Weg Auf jeden weitergehen, Fall, auf jeden Fall. geradlinig und auf unserem Weg Ja. mit Herz und Verstand, ja, mit Herz und Verstand. Dieser Mut ist etwas, wovon ich sagen würde, den bekommen wir dann, wenn wir das auf das Richtige beziehen, wenn wir den richtigen Bezugspunkt haben. Wenn ich mich nur sehe als Kind meiner Eltern und meiner Ahnengalerie, dann haben wir alle mehr oder weniger, naja, so, naja, ob das jetzt wirklich alles so toll war. Aber wenn wir sagen, wir kommen tatsächlich aus einer anderen Sphäre, wir kommen alle aus dieser anderen Welt heraus und wir kennen alle diese Geheimnisse. Und wenn wir jetzt so sprechen davon, und dann ist in uns diese innerste Seele, diese Neshama, die erinnert sich dessen. Und dann heißt es, das macht jetzt was mit mir. Das ist nicht meine Ahnengalerie in der Kronos, in der Zeitebene, sondern da kommt etwas aus einer anderen Ebene und wir erinnern uns wirklich, wer wir sind. Deswegen ist immer dieses Geheimnis auch im Film König der Löwen. Erinnere dich, der kleine Löwe, wie der dann da angesprochen wird von dem Mufasa, heißt er, glaube ich, erinnere dich, wer du bist. Und deswegen heißt es auch ist im Griechischen das Wort für Wahrheit ist Aletheia. Das ist die Verneinung, die Negation des Vergessens. Lethe ist vergessen. Aletheia heißt, hör auf zu vergessen. Ich erinnere mich wieder, wer ich bin. Und da kommen wir zur Wahrheit. Der Weg aus dem Limbo raus. Sehr schön. Ja. Gut, also Dieter, dann verabschiede ich mich jetzt von dir und von denen, die uns dann im Nachgang hier lauschen werden, denn ich werde es dann gleich einstellen. Und ja, ich bin sicher, sie werden die Speise genießen, die wir hier zum Zerkauen präsentiert haben. Ja, würde mich Also freuen. dann, es war mir eine Okay. Freude. Tschüss. Danke, mir auch. Tschüss, alles Gute. Alles Gute. Moment, jetzt muss ich nur noch den Knopf finden. Gar nicht so leicht. Man muss es wieder vergrößern, damit ich den Knopf finde. Jetzt.